Jetzt läuft die Aufzeichnung weiter, ja. Wir kommen zum Teil 2. Herzlich willkommen. Noch einmal nach der Erarbeitung sind jetzt alle Kandidaten der Sendung heute wieder zurück. Ich habe hier eine Liste der Teilnehmer und der Themen, die Sie gleich vortragen. Nochmal zur Erinnerung, jede Person hat jetzt 5 Minuten, den Programmteil vorzustellen, auf den Sie sich geeinigt haben. Und danach folgen jeweils zum Thema 2 Fragen. Die Frage maximal 1 Minute, Antwortzeit 2 Minuten. Für die Rede haben wir hier einen Timer euch hingestellt, der auf 5 Minuten steht. Und ihr dürft, nach 4,5 Minuten wird es gelb, könnt ihr auch schon aufhören. Ja? Also 4,5 Minuten ist halt Default, das bitte ausfüllen. Dann habt ihr eine halbe Minute auf Gelb und bei Rot, das heißt nach Ablauf von 5 Minuten, ist die Redezeit vorbei. Und da bin ich dann auch rigoros. Ja, also einen Satz kurz zu Ende bringen, ja, aber einen Satz mit 10 geschachtelten Nebensätzen werde ich dann nicht mehr zulassen. Ja, Hase. Und du bist auch der Erste, der anfängt, hab dich auf meiner Liste. Dein Thema ist Landwirtschaft und Hase kandidiert auf alle Plätze der Landesliste und sein Wunsch ist Platz 4. Warte mal, ich muss jetzt hier vorne starten. Brauche ich dazu ein Passwort, um den Bildschirmschoner wieder rauszumachen? Oh ja, brauchen wir. Ach so, die Rückfragen, ja. Aus dem Zuschauerpool sind Fragen entwickelt worden, die werden dann einzeln vorgetragen, vorgelesen. Das heißt, ihr kommt bitte dann nach vorne, stellt eure Frage, wartet die Antwort ab und dann kommt der Nächste oder die Nächste und stellt die nächste Frage. So, ja, warte. Ich wollte fragen, ob ihr auch Fragen aus dem Stream irgendwie, also wenn Leute das jetzt angucken, ob ihr per Twitter oder so auch Fragen zulässt, einfach nur als, dass wir diese Frage vollständig haben, weil Teilhabe und so. Ja, ich habe jetzt keine Möglichkeit, das abzurufen und das ist, überfordert mich jetzt gerade, darauf habe ich mich nicht eingestellt. Also wenn ihr das macht und diese Frage vortragt, macht es, ich mische mich ja nicht ein. Ja, die Fragen... Wie auch? Ja? Den Job. Genau, gratuliere, du hast den Job. Mir ist es wurscht, welche Fragen gestellt werden. Es geht einfach so, dass zu jedem Vortrag 2 Fragen kommen. Woher ihr die generiert, ja, macht das, ist eine gute Idee. Aber bitte kümmert ihr euch dann darum. Ich moderiere nur an und ab. Ja, noch eine Frage? Wir waren ja nur 5 Leute hier, die sich Fragen überlegt haben. Sind die Fragen von anderen Kandidaten auch zugelassen oder nur von uns? Also gedacht war es so, dass die Kandidaten, die nicht gelost sind, beziehungsweise die Zuschauer die Fragen zusammenstellen. Insofern würde ich jetzt sagen, lassen wir die Kandidaten raus und machen das so, wie wir das geplant hatten. Wie gesagt, Twitter oder Facebook oder was auch immer, E-Mail-Fragen, die jetzt noch reinflattern, organisiert es. Das ist recht, ja, aber so. Also, bevor hier wieder der Bildschirmschoner startet. Bitte ich Hase um seinen maximal 5-minütigen Vortrag. Achtung, die Zeit beginnt jetzt. Ja, schönen guten Tag. Das Landwirtschaftsprogramm der Piraten, dazu stehe ich nur hier. Irgendwie wieder bei meinen Wurzeln. Ich bin auf dem Bauernhof geboren, auf einem Milchhof in Niedersachsen. Daher liegt mir das Thema sehr am Herzen. Und vielleicht kenne ich mich auch deshalb ein bisschen damit aus. Wenn wir uns Landwirtschaft ansehen in Deutschland, stellen wir fest, das wird immer mehr zur Industrie. Riesige Tiermastbetriebe, teilweise Betriebe, die kaum noch Flächen haben, sondern eigentlich nur noch Mastanlagen haben, sogenannte Veredelungsbetriebe in der Geflügelwirtschaft und in der Eierproduktion. Riesige Mastbetriebe auch für Fleisch,
Diese heißen Futtermittelbetriebe. Dort wird immerhin noch das Futter meistens selber angebaut, jedenfalls ein Teil. Die brauchen die Flächen aber in der Regel hauptsächlich, um, naja, das, was aus dem Tier wieder rauskommt, irgendwo in die Umwelt zu tun. Wir haben in Deutschland inzwischen mehr Ackerfläche als Grünland. Das ist eine Entwicklung, die uns unter Umweltaspekten Sorgen machen kann, denn Ackerfläche wird in der Regel intensiver bewirtschaftet. Wir haben ganz besonders bei der Tierproduktion horrende Verhältnisse. Und genau dazu haben wir uns als Piraten programmatisch positioniert. Wir wollen zumindest diese Konzentrationsbewegung, die in der Landwirtschaft zu beobachten ist, naja, wenn schon nicht aufhalten, dann doch zumindest bremsen. Sieht man sich das an, dann hatten wir in 1999 430.000 Betriebe in Deutschland. In 2005 waren es noch 366.000. Parallel dazu steigen die Hofgrößen immer weiter. Die durchschnittliche Hofgröße wird zwar mit 56 Hektar ungefähr im Moment angegeben, aber wir haben gerade in Ostdeutschland Betriebe mit teilweise über 300, teilweise mit 500 Hektar, die bewirtschaftet werden. Das sind Industriebetriebe. Und in solchen Betrieben zählt Umwelt wenig, in solchen Betrieben zählt das Tier nichts mehr, in solchen Betrieben zählt eigentlich nur noch, wie bringe ich die Zinsen auf, wo nehme ich die Zinsen her, die für die Kredite fällig sind, die solche Betriebe unweigerlich brauchen. Gleichzeitig haben wir eine große Tendenz, dass Landwirtschaft immer mehr zum Hobby wird oder zum Nebenerwerb. Das scheint sich zu widersprechen, aber es sind halt die kleinen Betriebe, die von den Großen an die Wand gedrängt werden, wo die Leute, um den elterlichen Hof womöglich nicht aufgeben zu müssen, dann eben nebenbei noch einen anderen Job machen. Das sind alles besorgniserregende Entwicklungen. Und eine andere, die haben wir gerade ganz aktuell. Es war schön, in der Presseschau zu sehen, dass es ausgerechnet aus einer Schweizer Zeitung eine spitze Bemerkung gab zum Thema Lebensmittelskandale in Deutschland. Es fällt schon auf, dass ausgerechnet in dem Land in Europa, in dem am wenigsten für Lebensmittel bezahlt wird, immer wieder irgendwelche Skandale hochpoppen. Die aktuelle Geschichte mit dem als Rind deklarierten Pferdefleisch, naja, da kann man noch sagen, ist ja nicht ungesund oder so, aber es ist tatsächlich ein Skandal, dass es passieren kann überhaupt. Und ungeachtet der Tatsache, dass wir in Deutschland landwirtschaftlich inzwischen der Autarkie immer näher kommen, wir haben inzwischen Versorgungsgrade, die vor wenigen Jahrzehnten noch unvorstellbar schienen. Wir produzieren 166% des konsumierten Rindfleischs in Deutschland. Wir produzieren 136% des Zuckers, 129% des Getreides. Deutschland kann sich scheinbar selber versorgen. Insofern ist auch eine Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft gar nicht mehr erforderlich. Und deshalb positionieren sich die Piraten und wollen, dass vielleicht, wenn schon nicht wieder bäuerliche Idylle einkehren kann, dass dann doch zumindest die Landwirtschaft wieder eine regionale Wirtschaft wird und dass auch der Verbraucherwille erkennbar besser berücksichtigt wird bei den Entscheidungen, die zur Landwirtschaft getroffen werden. Wir wollen keine Gentechnik. Gentechnik ist zwar notwendig, wenn man Erträge steigern will, das scheinen wir aber nicht zu benötigen. Und wir wollen die horrenden Bedingungen in der Tierproduktion beendet sehen. Tiere müssen tiergerecht aufgezogen werden. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das war Nummer eins. Als Nummer zwei jetzt bitte Miriam Seifert. Ich dachte, es kommt jetzt für die Fragen. Oh, glaubte natürlich. Ja, danke, ihr habt aufgepasst. Entschuldigung. Ja, Fragen. Fragen, bitte Fragen. Frage Nummer eins. Ich starte mal hier. Kommst du nach vorne? Ich gebe dir das Mikro. Stellst du dich? Okay, 30-50% der aktuellen Lebensmittelproduktion werden in der Produktion oder auf dem Vertriebsweg vernichtet. Welche konkreten Konzepte haben die Piraten, um dieser Überschussproduktion Einhalt zu gebieten?
Wir haben im Programm dazu nichts Konkretes und keine konkreten Konzepte, die mir bekannt sind. Wenn man sagt, 30% werden vernichtet, dann klingt das ja mal schade, aber soweit ich das feststellen kann, ist das leider nun mal der Verbraucherwille und dem Verbraucherwillen teilweise doch sehr geschuldet. Wir haben, ich sehe es selber im Supermarkt beim Einkaufen, da wird gnadenlos sortiert und ein Apfel mit einer Macke bleibt da liegen, obwohl er essbar wäre. Also programmatisch haben wir nichts dazu. Wenn man das tatsächlich möchte, dann kann man sicherlich Lebensmittel, die übrig sind, immer noch für andere Zwecke verwenden. Und soweit ich weiß, ist auch viel von dem, was Vernichtung genannt wird, tatsächlich Herstellung von Futtermitteln am Ende. Gut, danke. Das war die erste Frage. Jetzt bitte die zweite Frage. Ja, wir auch. Kommen noch vor. Ja, es ist ein Blöd. Wir haben die aufgeschrieben, wir sind nur fünf, deswegen werden wir häufiger hier wahrscheinlich jetzt stehen vorne. Gut, die zweite Frage ist, wie viel Änderung der Verbrauchsgewohnheiten können wir von den Verbrauchern erwarten, um den Tierschutz zu stärken, die artgerechte Haltung? Ich verspreche mir an der Stelle unheimlich viel von Transparenz. In dem Moment, wo Menschen wissen, wie Tiere produziert werden, ändert sich das Verbrauchsverhalten, soweit ich das sehen kann, soweit ich das in meinem Umfeld sehen kann. Deshalb verspreche ich mir am meisten davon, dass man einfach tatsächlich öffentlich macht und dass die Dinge nicht mehr so wie bisher versucht werden, immer unterm Deckel zu halten. Wir haben eine Verbraucherschutzministerin und Kabarettisten lästern. Ihre Hauptaufgabe ist, die Landwirtschaftslobby vor dem Verbraucher zu schützen. Das muss geändert werden und ich glaube, der Rest ergibt sich dann. Danke. Das war die Antwort der zweiten Frage. Vielen Dank, Hase. Da ist eine Frage aus dem Stream. Nee, es gibt nur zwei Fragen. Ist das Mikrofon krümmt, nimmt das andere. Ja. So, ist das an? So. Ich habe das Mikrofon gewechselt, das haben wir auch keinen Brummen mehr, wunderbar. Zweite Vortragende ist Miriam Seifert zum Thema Freiheit und Grundrechte und sie kandidiert für Listenplatz 1 bis X. Warte Miriam, ich starte noch den Timer für dich. Okay. Bei Gelb. Gleich. Start. Okay, ich erzähle euch was über den Teil Freiheit und Grundrechte. Das ist sogar der Teil, mit dem unser Wahlprogramm beginnt. Das ist das, was ganz am Anfang steht, unseres Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2013. Der Teil Freiheit und Grundrechte bedeutet bei uns Bezug auf den Umgang mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger, also die Freiheiten und Rechte in Bezug auf den Umgang mit den Daten. Der Teil gliedert sich in fünf Kapitel. Der erste Teil erklärt so ein bisschen allgemein, was die Piraten fordern und die darauffolgenden vier Kapitel sagen konkret, was für Umsetzungsvorschläge die Piraten haben dazu. Im ersten Kapitel sagen wir also ganz allgemein, wir fordern einen starken Datenschutz und wir treten für die informationelle Selbstbestimmung ein. Das bedeutet, überall, wo Daten erhoben werden von öffentlichen Behörden, Einrichtungen, aber auch von Unternehmen, fordern wir, dass diese Datenerhebung sparsam ist. Das heißt, es werden nicht mehr Daten eingesammelt oder abgefragt, als die, die tatsächlich auch nur gebraucht werden. Das heißt, wir treten gegen eine Datensammelwut ein. Diese Daten, wenn sie einmal eingesammelt sind, fordern wir, dass sie nur zweckgebunden verarbeitet werden. Das heißt, nur für den Zweck, zu dem sie eingesammelt wurden und sonst zu keiner anderen Verwendung. Und sie dürfen auch nicht einfach weitergegeben werden an andere. Das muss immer abgeklärt werden mit den Personen, deren Daten erhoben wurden. Das heißt, informationelle Selbstbestimmung, wir treten dafür ein, dass die Rechte des Einzelnen gestärkt werden und die einzelne Person stärker darauf Einfluss nehmen kann, was mit den einzelnen Daten passiert. Dafür müssen die Menschen auch darauf vertrauen können, dass überall da, wo Daten von ihnen liegen, dass da vertraulich damit umgegangen wird, dass sie nicht einfach irgendwo rumgelegen lassen werden. Und wir setzen uns gegen den gläsernen Bürger, den gläsernen Kunden ein und dagegen, dass automatisiert Persönlichkeitsprofile zusammengestellt werden können. Zum Beispiel, um dann die Menschen mit Werbung zu überschütten oder so.
So, im zweiten Kapitel geht es dann darum, wie wir uns das konkret vorstellen, was unsere Umsetzungsvorschläge sind. Das Kapitel heißt informationelle Selbstbestimmung stärken und Medienkompetenz fördern. Da geht es einmal um Aufklärung und Bildung. Das heißt, die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was passiert, wenn sie irgendwo Daten eingeben oder abgeben, was damit passiert, wo sie hingehen, welche Gefahren bestehen. Dazu muss man ihnen einfach sagen, was passiert, und sie müssen ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, was mit ihren Daten zum Beispiel passiert in sozialen Netzwerkdiensten wie bei Facebook oder irgendwelchen anderen Plattformen oder Portalen. Oder auch bei Treue- und Bonusprogrammen, dann gibt man ja auch häufig an, wo man wohnt oder so, und man weiß aber nicht mehr genau, was mit diesen Daten dann passiert. Das ist der Teil über Bildung und Aufklärung, und wir fordern, dass das Bundesdatenschutzgesetz erweitert und verbessert werden soll. Das heißt, wir wollen, dass im Bundesdatenschutzgesetz stehen soll, dass alle Menschen den Anspruch, die Möglichkeit bekommen, unentgeltlich, das heißt ohne dafür zu bezahlen, erfahren können, wo ihre Daten liegen, welche da genau liegen und was damit geschieht. Dafür wollen wir, dass ein Datenbrief eingeführt wird. Datenbrief bedeutet, dass regelmäßig einmal im Jahr eine Behörde oder ein Unternehmen, das Daten von uns gespeichert hat, uns darüber in Kenntnis setzt mit einem Brief, welche Daten sie ganz genau haben, was sie damit gemacht haben und wofür sie weiterverwendet wurden. Außerdem fordern wir, dass zum Beispiel bei Internetportalen wie Facebook oder anderen Stellen, wo wir Daten eingeben, dass alle Einstellungen Privacy by Default sind. Das heißt, dass nicht die Grundeinstellung ist, alle Daten können überall hingegeben werden und ich gebe zu allem meine Einverständniserklärung, weil man das vielleicht gar nicht weiß oder die Seite erst nach 3 Jahren findet, wenn schon viele Sachen passiert sind mit den Daten, sondern dass von vornherein die Privatsphäre-Einstellungen ganz streng sind und man die dann erweitern kann, wenn man das möchte. So, in dem Kapitel steht also, wie wir uns vorstellen, dass das Datenschutzgesetz erweitert werden soll. Im darauffolgenden Kapitel geht es darum, dass die Datenschutzbehörden gestärkt werden sollen. Das heißt, diejenigen, die dieses Gesetz umsetzen sollen und sich dafür einsetzen. So, die müssen also selbstständig und unabhängig sein, um das Gesetz durchzusetzen. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, Kontroll- und Sanktionsbefugnisse stärker durchzusetzen, dass sie keinen Einfluss von außen bekommen und keinen Druck, sie müssen besser ausgestattet sein und sie müssen in der Lage sein, auch bei Behörden oder Unternehmen nachzuschauen, ob die das auch richtig umsetzen, und sie müssen auch Zertifizierungen ausstellen dürfen. Im vierten Teil geht es um die Meldedaten, das heißt um die Daten, die wir gemäß dem Meldegesetz, dem Melderecht sowieso abgeben müssen, wozu wir gezwungen sind, zum Beispiel wo wir wohnen oder wie wir genau heißen und solche Dinge, unser Geburtsdatum. Wichtig ist, dass diese Daten nicht einfach weitergegeben werden können an irgendwelche Behörden oder andere Unternehmen beispielsweise, die andere Interessen haben. Da muss ganz dringend eingerichtet werden, dass wir die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen, dass diese Daten weitergegeben werden. Und zum Schluss setzen wir uns im letzten Kapitel gegen die verdachtsunabhängige Datenspeicherung ein. Das heißt, wir treten gegen Vorratsdatenspeicherung ein, da sie die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht stellt, aber bereits 2010 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde. Danke. Hallo, mein Mikro. Hallo, ja. Vielen Dank, Miriam. Jetzt kommt es zu deinen Fragen. Bitte trete hervor, wer die erste Frage stellen möchte. Hat das Thema auch Demokratie, mehr Demokratie wagen darf? Nee, das ist ein anderes Kapitel. Okay, du stellst Frage 1, ja? Ich stelle den Timer maximal 1 Minute. Ja, ich müsste, wir hatten jetzt genau zu dem Thema auch noch was, da war ja auch noch ein kleiner Abschnitt zu dieser Kameraüberwachung auch in dem Bereich. Und dazu hatten wir jetzt eigentlich noch eine Frage, wo es auch darum geht, praktisch, wie jetzt, wenn per Kamera Informationen gespeichert werden, das gehört ja auch zur Privatsphäre, was eigentlich dann passieren soll, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja gesehen, auf dem Alex haben jetzt die Jugendkriminalität hat zugenommen, beziehungsweise die Gewalttaten waren in letzter Zeit da gehäuft. Und es gab dann Forderungen nach mehr Überwachung, also durch Polizei oder auch vielleicht durch Videoüberwachung. Und wir wollten jetzt gerne mal deine Meinung dazu hören, wie du siehst, wie man mit solchen Problemen dann umgehen kann oder was du da als sinnvoll siehst, gerade im Hinblick auf Privatsphäre und Datenschutz und Überwachung. Ja.
Also für mich ist ganz klar, dass mehr Kameras oder mehr Überwachung überhaupt nicht gehen unter gar keinen Umständen, weil den Menschen dadurch so Sicherheit vorgegaukelt wird. Im Endeffekt hilft es nichts. Diese Überwachung der Kameras, das ist nicht live, das heißt, das wird irgendwo gespeichert. In dem Moment, wo das passiert, sitzt nicht jemand vor der Kamera und drückt auf den Knopf und sagt, geht schnell zu dem U-Bahn-Schacht, da wird jemand verprügelt. Das passiert, niemand greift ein und 10 Tage später wird das dann aus dem Archiv rausgekrümelt, um vielleicht rauszufinden, wer das war. Im Endeffekt zeigen aber die Statistiken, dass mehr Überwachung durch Kameras beispielsweise an U-Bahnhöfen oder auf öffentlichen Plätzen keineswegs zu einer Senkung der Straftaten führt und auch überhaupt nicht dazu geführt hat, dass irgendwie beispielsweise mehr Fälle aufgeklärt werden oder mehr Menschen festgenommen werden. Das heißt, wir würden da ganz viel Datenschutz und Freiheit des Einzelnen aufgeben für mehr Überwachung. Wir würden aber nicht mehr dafür bekommen. Das bringt halt gar nichts. Viel sinnvoller wäre beispielsweise, mehr Polizeistreifen oder so einzusetzen, damit, wenn irgendwas passiert, die Menschen, also die Polizisten, da wirklich auch eingreifen können. Und ansonsten ergibt es keinen Sinn, wie ich finde. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, Constanze möchte. Ja. Danke für die Frage. Die zweite Frage wird von Constanze gestellt. Ich stelle dir den Timer ein. Ich habe nur ganz kurz. Wie stehst du zu den zentralen Datenbanken? Wir haben ja einige in Deutschland. Wie stehst du dazu? Oder wir? Ich finde, prinzipiell spricht erstmal nichts gegen Datenbanken an sich. Kritisch muss man schon sein, wenn zu viele Sachen an einem Ort liegen. Also wir setzen uns ja auch dafür ein, dass die Daten dezentral gespeichert werden, das heißt an vielen verschiedenen Orten. Das ist besser, denn wenn irgendwo mal was schief geht, ist es umso dramatischer, wenn alles an einem Ort gleichzeitig liegt. Das heißt, wenn alle Daten aller deutschen Bürger an einem Ort sind und da wird einmal erfolgreich eingebrochen und alle Daten werden gestohlen und mitgenommen, sind gleich alle weg. Wenn man das dezentral macht, an vielen verschiedenen kleinen Stellen, dann hat man zwar auch irgendwie eine kleine Krise, die ist aber wesentlich kleiner. Davon abgesehen ist es ziemlich wichtig, dass da auf jeden Fall bestimmte Vorschriften und Vorgaben eingehalten werden, was beispielsweise die Sicherheit da angeht und wie das genau gespeichert ist. Häufig sehen wir, der Chaos Computer Club beispielsweise prangert das auch häufig an, dass da keineswegs die richtigen, also die richtigen Vorgaben eingehalten werden, dass das auch wirklich sicher ist. Wenn man sich das mal anguckt vor Ort, ist es haarsträubend, wie leicht es ist, da Daten mitzunehmen oder zu stehlen oder zu entwenden. Das heißt, wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Richtlinien auch wirklich umgesetzt werden und dass beispielsweise die Datenschutzbehörde mehr Befugnisse bekommt, um da regelmäßiger zu kontrollieren, ob das auch wirklich alles umgesetzt wird, weil viele Gesetze sind schon da, es fehlt nur die Kontrolle, ob es auch umgesetzt wird. Und dann muss man auch Sanktionen aussprechen, beispielsweise für Firmen oder Unternehmen, die diese großen Datenbanken haben, aber dann nicht den Richtlinien folgen. Vielen Dank, Miriam. Danke. Als dritten bitte ich Lena Rohrbach. Sie wird uns was zu dem Programmpunkt Geschlechter- und Familienpolitik erzählen und sie kandidiert für Platz 1 bis X. Und ich stelle dir den Timer ein, dann kannst du starten. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja. Super. Miriam hat eben über Freiheit und Grundrechte geredet und im Grunde rede ich jetzt nochmal über Freiheit und Grundrechte, aber in einem anderen Gebiet, nämlich im Bereich der Geschlechter- und Familienpolitik. Warum geht es den Piraten da jetzt schon wieder um Freiheit? Na, Freiheit heißt auch Selbstbestimmung. Das heißt, dass ich entscheiden kann, wen ich liebe, wie ich diese Person liebe, wie und ob überhaupt ich das rechtlich festhalten möchte und auch, was für eine Person ich bin, was für ein Geschlecht ich habe. Das zieht sich durch unser Geschlechter- und Familienprogramm. Die Freiheit der Piraten ist eine soziale Freiheit. Das heißt zum Beispiel, wo Kinder sind oder wo pflegebedürftige Menschen gepflegt werden in einer Familie, da muss der Staat unterstützen. Und je mehr Kinder da sind, desto mehr muss er unterstützen. Und wenn man sich die jetzige Familienpolitik, zum Beispiel das Ehegattensplitting anschaut, dann stellt man fest, dass Familien mit vielen Kindern zum Beispiel benachteiligt werden. Das kann aus Sicht der Piratenpartei nicht gehen. Soziale Freiheit heißt auch, wir finden es gut, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Und es ist gut, wenn der Staat das auch belohnt. Aber es kann nicht Aufgabe des Staates sein, zu entscheiden, wer füreinander in welcher Form Verantwortung übernehmen darf. Zuletzt reden wir über Grundrechte, weil wir über Gerechtigkeit reden. Unsere Familienpolitik ist ungerecht, weil sie zum Beispiel Schwule und Lesben, Inter- und Transsexuelle diskriminiert und benachteiligt aus rein historisch tradierten Gründen, die von konservativen Parteien festgehalten werden sollen. Die Piratenpartei steht stattdessen, Punkt 1, für freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität bzw. Orientierung. Klingt sehr technisch, bedeutet aber eigentlich nur,
Menschen wissen selbst am besten, wer sie sind. Sie wissen, welches Geschlecht sie haben, und das kann ihnen niemand von außen sagen. Die Piratenpartei lehnt unter anderem deswegen die Erfassung des Merkmals Geschlecht ab. Einmal aus Datensparsamkeit, auch was, worüber Miriam eben schon gesprochen hatte, aber auch, weil es ein guter Hack ist für Transsexuelle zum Beispiel, die im Moment sehr viele Hürden überwinden müssen, bis sie ihr Geschlecht ändern können. Und weil viele ungerechte Gesetze auf diese Weise auffallen werden. Der Zwang zum geschlechtseindeutigen Vornamen ist abzuschaffen, auch da kommen wir Transsexuellen entgegen. Und geschlechtszuordnende Operationen bei Kindern sind abzulehnen. An intersexuellen Kindern wird rumoperiert, ohne dass sie dazu irgendwie eine Meinung haben können. Der Deutsche Ethikrat hat das kürzlich auch angeprangert. Die Piratenpartei hatte das schon ein bisschen früher angeprangert. Wir setzen uns ein für die weltweite Anerkennung und den Schutz von geschlechtlicher Identität bzw. Orientierung. Derzeit muss zum Beispiel ein Schwuler, der es trotz Frontex in einem Boot übers Mittelmeer bis nach Deutschland geschafft hat, nachweisen, dass er irreversibel schwul ist, bevor er Asyl bekommen kann. Irreversibel schwul ist tatsächlich so. Das heißt, ein Psychologe wird dahingesetzt, ein deutscher Psychologe, und soll beurteilen, ist diese Person wirklich schwul. Ein deutscher Psychologe hat ein ganz bestimmtes Bild davon, was es bedeutet, schwul zu sein. Und wie soll man das überhaupt beweisen? Und wie soll eine Person, die aus einem Land kommt, wo Schwulsein geächtet ist, wo sie sich immer verstecken musste, ihre sexuelle Orientierung immer verstecken musste, jetzt plötzlich den Menschen beweisen, dass sie schwul ist? Wie soll man das beweisen? Die Piratenpartei setzt sich für die freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens ein. Im Moment ist unsere Familienpolitik historisch gewachsen. Das heißt, weil die Ehe einmal aus ökonomischen, religiösen, staatlichen Gründen, staatlichen Nützlichkeitserwägungen die einzige erlaubte Form des Zusammenlebens war, wollen konservative Parteien das immer noch bewahren. Wir glauben, diese Gründe sind irrelevant, relevant ist die Liebe, und deswegen setzen wir uns ein für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener Partnerschaft. Wir setzen uns sogar für Partnerschaften, verrechtlichte, von mehr als zwei Personen ein. Das können offene Mehrfachbeziehungen sein, das können aber auch politische Projekte sein, zum Beispiel Kommunen oder Geschwister wie in Frankreich mit Pax. Wir setzen uns für ein Pax-Modell ein, einen zivilen Solidarpakt, wo Menschen selbst fein justieren können, welche Rechte und welche Pflichten sie übertragen wollen und welche nicht. Weil Menschen sind sehr verschieden und Zusammenleben ist sehr verschieden. Und wenn wir nur ein Modell anbieten, nur die Ehe, dann kommt das der Vielfältigkeit der menschlichen Individuen einfach nicht entgegen. Und auch nicht einer Welt, die einfach mehr Möglichkeiten bietet, als das im 18. Jahrhundert mal der Fall war. Deswegen wollen wir die Familienpolitik updaten. Wir setzen uns ein für freie Selbstbestimmung und Familienförderung. Das heißt für uns, dass sich aus dem Geschlecht weder ein Vorrecht noch eine besondere Pflicht zur Kindesversorgung ergibt. Es heißt auch, dass wir das Ehegattensplitting abschaffen wollen. Das Ehegattensplitting ist nachteilig für Familien mit mehr Kindern. Am besten hat man überhaupt keine Kinder, dann profitiert man optimal. Das kann nicht die Unterstützung des Staates für Familien sein. Wir setzen uns, das Ehegattensplitting benachteiligt die Erwerbstätigkeit von Frauen negativ. Das kann nicht unser Ziel sein. Und es benachteiligt egalitäre Partnerschaften, die sich zum Beispiel die Erziehung von Kindern teilen. Das kann auch nicht unser Ziel sein. Vielen Dank, Lena. Ich bitte die erste Frage nach vorne. Ja, Lena, du hast ja gerade gesagt, Operationen an intersexuellen Kindern darf nicht geschehen. Wie stellst du dich aber dazu, dass es zwar seltener, aber deutlich auch Fälle gibt, wo es tatsächlich eine dringende medizinische Indikation dazu gibt? Wer soll dann ja das entscheiden? Wer soll dafür die Freigabe machen? Ja, unser Parteiprogramm spricht, und das tut es auch sehr bewusst, von geschlechtszuordnenden Operationen. Eine Operation, die eine dringende medizinische Indikation hat, weil das Kind ansonsten schwer krank würde oder gar sterben würde, ist keine geschlechtszuordnende Operation, sondern eine lebensrettende Operation. Dagegen spricht sich das Parteiprogramm nicht aus. Das ist aber wirklich nur unglaublich selten mit Intersexualität in irgendeiner Weise im Zusammenhang. Also keine geschlechtszuordnende Operation. Wenn ein Leben gerettet werden muss, dann gelten die gleichen Gesetze, die immer gelten. Ja? Danke. Die zweite Frage. Kommst du bitte nach vorne und nimmst das. Ja, ich bin Georg. Ich habe gerade die Erlaubnis bekommen, vom Fragenteam meine Frage zu stellen. Ich wollte auf einen Punkt hinweisen. Du sagst ja, die Piraten sind gegen eine Fremdbestimmung des Geschlechts. Nun gibt es ja schon heute viele Gesetze, die darauf genau aufbauen.
Und es gibt auch Gesetze in Diskussionen, die darauf aufbauen, zum Beispiel das Gesetz einer Quote in der Wirtschaft. Ja. Würdest du ein Gesetz zustimmungsfähig finden, das genau eine fremdbestimmte Zuordnung des Geschlechts zulässt? Was meinst du mit zulassen? Also wenn quasi das Gesetz erlaubt, dass jemand anders sagt, du bist jetzt ein Mann und deswegen sortieren wir dich in diese Kategorie ein und deswegen hat dieses Gesetz die und die Anwendung auf dich. Also zum Beispiel die Quote, die sagt, okay, du bist ein Mann, wir müssen eine Gleichverteilung oder eine 40-prozentige Verteilung erreichen, deswegen darfst du jetzt nicht den Posten übernehmen. Das ist eine Abwägungsfrage, die würde ich als Mandatsträgerin zusammen mit der Partei treffen. Es ist aber ein Missverständnis, dass eine Quote nur mit einer fremdbestimmten Zuordnung möglich wäre. Man kann auch eine Quote an einer selbstbestimmten Zuordnung anmachen. Ich glaube, dass das zu einer extrem interessanten Diskussion in der Gesellschaft führen würde. Und ich glaube, dass wir auch damit sehr viel weiterkommen könnten. Und das wäre ein sehr piratiger Weg. Vielen Dank, Lena. So, an Platz 5 habe ich jetzt Ulrike. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe schon doppelt umgeblättert. Michael Melter ist jetzt auf Platz 4. Sorry. Du hast das Thema Umwelt- und Verbraucherschutz und dein Listenplatz ist? Ab Platz 2. Auf Platz 1 wünsche ich mir eine Frau. Gut, so. Warte, ich starte dir den Timer und dann hast du 5 Minuten. Jetzt. Die Positionen der Piraten sind eigentlich ganz einfach bei Umwelt- und Verbraucherschutz. Wir haben eine ganz klare Linie. Wir wollen Nachhaltigkeit, ökologisches, ökonomisches, sozial gerechtes, preisgünstiges, umweltfreundliche und Transparenz. Das ist natürlich alles das, was man haben kann, aber das Schöne daran ist, es ist möglich. Und da haben wir viele verschiedene Punkte gefunden, wie wir das erreichen können. Zum einen, wenn man zum Beispiel mit Energiepolitik anfängt, ist es die Atompolitik. Wir wollen keine Atomkraftwerke, wir wollen nach Möglichkeit einen schnellstmöglichen Ausstieg. Wir wollen, dass die Kostenpositionen nicht auf den Verbrauchern hängen bleiben, sondern dass sie quasi beim Verursacherprinzip sind. Wir wollen erneuerbare Energien, Wasserkraftwerke und ähnliche Positionen weiter ausbauen, Windkraftwerke, da wo es der Bürger auch wünscht. Wir wollen überall in allen Bereichen die Transparenz, die nur überhaupt möglich ist. Vorbild ist da zum Beispiel auch Norwegen, was es ermöglicht hat, dass also die Bürgerbeteiligung grundsätzlich bei allen Sachen im Verbraucherschutz drin sind, weil Verbraucher sind wir, Bürger, wir wählen die Politik und deshalb ist diese logische Brücke eigentlich ganz klar. Die Gezeitenkraftwerke zum Beispiel wären eine weitere Alternative. Wir wollen kein Fracking, Sonnenenergie auch ebenfalls nutzen. Das ist der erste große Punkt. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel Trinkwasser. Das sind also alle basisversorgenden Güter. Also wie gesagt, erst Energie, dann Wasser. Wir wollen kommunale Wasserversorgung, wir wollen Rekommunalisierung. Wir sehen das am besten in Berlin, was hier alles passiert ist. Diese Güter, die Menschen brauchen, wollen wir zum allgemeinen Gut wiederherstellen. Und wir wollen nicht, dass Interessen von Firmen diese Sachen, quasi diese Grundversorgung beeinträchtigen. Und das ist ein großes Problem, dass halt wir Piraten uns als Einzige in der Form so stark auf das Papier geschrieben haben. Ebenso Bauen und Wohnen. Wir sehen, dass die Wohnungspolitik und die Wohnungsmarktpolitik auch in Berlin, aber auch überall im Bund so eingeschränkt ist, dass wir halt also zu einem bürgernahen Konzept zurückkehren wollen, dass halt Menschen bezahlbaren Wohnraum in allen Kiezen haben, dass wir keine gentrifizierten Kieze haben, die einseitig ausgerichtet sind. Das kann man politisch beeinflussen und genau daran arbeiten wir, dass zum Beispiel Gesetze wieder eingeführt werden, die schon da sind, aber befristet ausgesetzt wurden, wie in Berlin. Dazu gehört halt auch ein ökosozialer Stadtumbau, den kann man unter größtmöglichster Bürgerbeteiligung, unter Stärkung der BVV oder der lokalen Möglichkeiten einbeziehen und dadurch einfach auch erreichen, dass man Bürgern die Angebote politisch bereitstellt, die auch möglich sind und die sie auch wirklich wollen und dann ein Umsetzungskonzept. Weiterhin gehört dazu auch zum Verbraucherschutz und zum Stadtumbau umlagefinanzierter ÖPNV. Manche sagen auch Flatrate für ÖPNV, das ist auch eine wunderbare Sache. Genau das brauchen wir für soziale Teilhabe, Barrierefreiheit, was auch zum Verbraucherschutz gehört. Und ebenfalls in allen Bereichen dann Open Data, umfangreiche Bürgerbeteiligung, wie gesagt, auf allen Ebenen. Als nächster Punkt dann auch das Essen. Wir haben gerade den Pferdefleischskandal. Das hat nicht nur mit der Landwirtschaft zu tun, sondern auch mit Politik, mit Kennzeichnungspflicht und mit der Industrie, inwieweit wir der Industrie
ermöglichen, überhaupt was anzubieten, was nicht genau gekennzeichnet ist. Also dazu gehört zum Beispiel, dass wir komplette Aufklärung darüber, über Zusatzstoffe, Allergene, Laktose und so weiter bereitstellen, weil das auch ein großer Krisenherd sozusagen für die persönliche, individuelle Gesundheit ist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach ganz klar sagen, ein gut informierter Verbraucher mit Transparenz, der hat die Selbstbestimmung, die Dinge zu essen und zu trinken, die er möchte, nach Möglichkeit mit kommunaler Versorgung und wenn es von der Industrie bereitgestellt wird, ebenfalls auch mit größtmöglichster Transparenz und Information. Klimaschutz ist natürlich umfassend, gehört auch dazu, weil wenn ich einen ökosozialen Stadtumbau mit weniger Individualverkehr und anderen Punkten habe, dann habe ich auch gleichzeitig mehr Klimaschutz. Wenn ich eine vernünftige Ernährung bereitstelle, die für alle bezahlbar ist, ist das ebenfalls Klimaschutz und Verbraucherschutz und führt dazu, dass letztendlich eine größtmögliche Zufriedenheit beim Bürger allein dadurch entsteht, dass wir transparent sind, dass wir offen sind, dass wir Sachen kennzeichnen bei Ernährung, bei Wohnen und bei anderen Sachen und dadurch natürlich auch erfolgreicher Politik machen können, indem wir die Bürger überall mit einbeziehen. Danke. Bitte noch zu der Fragerunde. Danke, Michael. Ja. Die erste Frage, komme bitte vor. Ja. Die Piraten stehen dafür, dezentrale Netze in Nutzerhand zu geben, auf dem Energiesektor vor allen Dingen. Würdest du auch den geplanten neuen riesigen Stromtrassen quer durch Deutschland zustimmen? Es kommt darauf an, wenn die unter Bürgerbeteiligung stattfinden und diese Stromtrassen nicht in der Hand der Industrie alleine liegen, sondern zum Teil auch vom Bürger beeinflusst werden können, wo welche notwendig sind und ein Bürgergremium darüber mitbestimmt, warum nicht? Wir müssen nicht alles eindeutig vorgeben, sondern wir können dem Bürger auch die Freiheit zu lassen, mitzuentscheiden. Und wenn wir kommunale Energieversorgung haben, dann sind die kommunalen Energieversorger ja auch quasi in unserer Hand und die können dann bestimmte Dinge mitbestimmen. Was ich auf jeden Fall ablehnen würde, wäre dann halt eine vorgesetzte Stromtrasse, die von Energieversorgungen, die in privater Hand sind, durchs Land gezogen werden. Das ist absolut abzulehnen und wäre auch nicht piratig. Ja, die zweite Frage. Du hast die Mietenpolitik angesprochen. Ja. Wie willst du sicherstellen, dass es gerade für diejenigen, die als Transferleistungsempfänger in ihrer Miethöhe eingeschränkt sind, überhaupt noch Wohnungen zum Beispiel hier in Berlin bereitgestellt werden oder wie das gesetzlich zu regeln ist, dass sie tatsächlich den Wohnraum kriegen, der jetzt hier von der WAV gefordert wird, der in Berlin nicht mehr vorhanden ist? Ich kann ja trotzdem antworten. Also es gibt viele Möglichkeiten, da was zu machen. Eine der Möglichkeiten ist zum Beispiel, den sozialen Wohnungsbau wieder einzuführen. Eine zweite Möglichkeit ist es halt, die Gesetze der Gentrifizierung quasi so anzupassen, dass die Gentrifizierung die Kieze nicht vollständig schluckt, sondern einfach eine soziale Durchmischung weiter möglich bleibt und auch die entsprechenden Transferleistungen daran anzupassen, damit eben nicht andere den Kiez übernehmen und dass die soziale Mischung eben erhalten bleibt. Das wäre eine Möglichkeit. Und weitere Möglichkeiten sind halt zum Beispiel gemeinsame Wohnprojekte, gibt es in Lichtenberg, gibt es in Friedrichshain, wenn man zum Beispiel diese Grundstücksdiskussionen, städtische Grundstücke bereitstellt, um dann halt sozialen Wohnungsbau in einem Kollektiv zu ermöglichen und das eben zur Verfügung zu stellen und das nicht meistbietend die Grundstücke zu verkaufen, sondern einfach Projekten zur Verfügung zu stellen und da auch durchaus europäische Förderfondsmittel, andere Länder machen das auch, dann zur Verfügung zu stellen, um die Baukosten zu deckeln. Ja, vielen Dank, Michael. Gerne. Jetzt bitte ich Ulrike Pohl. Als fünfte zum Thema Gesundheitspolitik. Möchtest du dich hier hinstellen und dann kriegst du mein Mikro gleich. So. Und du kandidierst für Platz 1 bis X. Genau. Bitte, ich stelle dir den Timer ein. Danke schön. So. Ja, ich spreche über piratige Gesundheitspolitik. Bin froh, dass Lena vorhin angesprochen hat, dass es zur
also Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf nicht nur gehört, Kinder zu erziehen, sondern eben auch Menschen zu pflegen. Da möchte ich ansetzen mit der Gesundheitspolitik. Unser Gesundheitsprogramm ist noch relativ frisch. Im Grundsatzprogramm stand dazu nichts, habe ich mich erschrocken. Und wir fangen an mit gesundheitlicher Bildung und Gesundheitskultur. Danke. Damit fängt, glaube ich, kein anderer an. Zweiter Schwerpunkt ist Prävention und der dritte ist Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen als Teil der menschlichen Vielfalt, was ich auch gut finde und was so explizit auch nur in ganz wenigen Programmen drin steht. Es geht dann darum, dass für uns, das ist völlig folgerichtig, ist entscheidend ein selbstbestimmter Patient, der eben auch einbezogen wird in Behandlungsentscheidungen, Behandlungsabläufe, der informiert wird und informiert ist. Wichtig ist uns, das steht relativ allgemein drin, eine Wirtschaftlichkeit und ein berufsgruppenübergreifendes Zusammenarbeiten. Das ist leider nicht näher ausgeführt. Mal ganz kurz gucken. Geht. Der Leistungserbringer soll die Möglichkeit haben, frei zu wählen, in welcher Form er die Leistung erbringt. Finde ich wichtig, muss, glaube ich, noch näher unterfüttert werden. Wir setzen uns ein für eine vernünftige Patientenaufklärung und auch für eine Palliativversorgung. Und wir wollen im Bereich des Gesundheitswesens alle Kommunikationstechnologien nutzen. Durch offene Standards, durch möglichst einfache Systeme, Abrechnungssysteme. Ach, und eine zentrale Forderung ist, dass alle Bürger einzahlen sollen in eine Krankenversicherung und dass wir die private Krankenversicherung abschaffen wollen. Das wäre das Wichtigste im Zusammenhang, wie das finanziert werden soll. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Faires Abrechnungssystem. Ach, und das Gesundheitswesen soll unabhängig wissenschaftlich begleitet werden und diese Forschungsergebnisse sollen dann auch einbezogen werden. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, was wir noch nicht haben, ist der Bereich Pflege, Assistenz. Und inwieweit die Bürger wirklich dann individuelle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Und was auch nicht drin ist, ist das Thema barrierefreies Gesundheitswesen. Vielleicht kommt das dann in Neumarkt noch mit dazu. Das fände ich gut. Soweit ist unser Programm. Danke. Frau Haltner, danke schön. Jetzt bitte der erste Fragesteller, die erste Fragestellerin nach vorn. Okay, du hattest ja schon gesagt, dass wir ein einheitliches Gesundheitssystem haben wollen. Kannst du das nochmal genauer ausführen? Weil unsere Frage, die wir uns überlegt haben, war halt, wie stehst du zum derzeitigen System der privaten und der gesetzlichen und unserer Vorstellung einer Bürgerversicherung, wie man sie dann am Ende nennt. Vielleicht kann man da noch ein, zwei Punkte zu sagen. Das war so unser Anliegen. Danke. Ich habe mir in Vorbereitung auf heute auch noch diesen, zum Beispiel den ganzen gesamten Rentenbereich angeguckt, da steht es meiner Ansicht nach ein bisschen genauer drin, also wirklich alle Bürger daran zu beteiligen an dem System und ähnlich soll es hier halt auch sein, also dass wirklich alle Bürger sich an der Krankenversicherung beteiligen können und es keine private Versicherung mehr gibt. War das die Frage? Nee, doch. Ja, das ist, glaube ich, zu differenziert, aber nur die Rechnung, ja. Ja, also die Einnahmebasis dadurch auch erhöhen. Das hätte das zur Folge. Ja. Die zweite Frage bitte, nach vorn. Ja, komm, einfach. Ja.
Du sprachst davon, im Gesundheitswesen auch moderne elektronische Mittel einzusetzen. Wie können wir uns davor schützen, dass die Gesundheitskarte als Vehikel genutzt wird, um letztendlich bei den Kassen große biometrische Datenbanken aufzubauen? Also es geht wirklich darum, dass der Bürger über diese Daten informiert ist, genauso wie er auch darüber informiert sein soll, welche überhaupt Versorgungsangebote es gibt. Zur Gesundheitskarte selber haben wir noch keine ganz konkrete Position. Also für mich ist wirklich dieses Stichwort Transparenz und dass es da wirklich der Bürger wirklich informiert ist über Leistungsanbieter, über das Leistungsangebot. Das findet ja jetzt alles noch gar nicht in diesem Umfang statt. War das die Frage? Ungefähr. Ja. Ja, vielen Dank, Ulrike. Bitte Platz 6, Arthur Kaiser. Arthur erzählt uns über Privatsphäre und Datenschutz und er kandidiert auf der Landesliste für Platz 42 und als Direktkandidat in Pankow. Ich stelle dir den Timer an und dann kannst du gleich starten, Arthur. Ja. Oh, ja, wunderbar. Mein Name ist Arthur Kaiser und erzähle etwas über Privatsphäre und Datenschutz. Und zwar ist es ein Punkt aus dem Grundsatzprogramm. Wir haben vorhin eine genaue Dinge von Miriam gehört aus dem Wahlprogramm. Nun geht es um unsere Grundsätze und was wir grundsätzlich darunter verstehen. Ich möchte mit einem Zitat von Benjamin Franklin anfangen. Und zwar hat er mal gesagt: Diejenigen, die bereit sind, grundlegende Freiheiten aufzugeben, um ein wenig kurzfristige Sicherheit zu erlangen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Und an diesem Satz orientieren wir uns. Wir halten die Privatsphäre jedes Einzelnen für ein Bürgerrecht, für ein Recht, das für die Demokratie unverzichtbar ist. Es wurde mit vielen Menschenleben erkämpft. Wir hatten zwei Diktaturen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Und wir wissen alle, was mit Daten passieren kann, wenn sie in falsche Hände geladen, wenn sie falsch verwendet werden, wenn sie gesammelt werden und dann zum Beispiel der Machthaber wechselt. Mittlerweile haben wir ganz viele technische Möglichkeiten, ganz viele Daten zu erheben. Die Überwachungsmethoden, die uns heute zur Verfügung stehen, das, was technisch möglich ist, davon hätten die Diktaturen des letzten Jahrhunderts nur geträumt. Die Stasi hätte vielleicht sehr viel weniger Mitarbeiter gebraucht und sehr viel mehr Daten gehabt. Und von Hitler will ich erst gar nicht anfangen. Wir erheben auch so, oder der Staat oder die Wirtschaft erhebt ganz viele Daten und es gibt ganz viele Begehrlichkeiten, diese Daten auch zu nutzen. Dabei ist das Fundament unserer Demokratie eben die Privatsphäre. Es ist das Fundament für die Meinungsfreiheit, es ist das Fundament für die persönliche Entfaltung und ohne Privatsphäre ist dies alles nicht zu verwirklichen. Wir müssen die Überwachungssysteme, die jetzt schon existieren, ständig parlamentarisch kontrollieren und auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Wenn sie nicht wirksam sind, müssen sie abgeschafft werden. Anstandslose Beobachtung verstößt fundamental gegen das Bürgerrecht auf Anonymität. Jeder hat das Recht darauf, auch mal alleine für sich zu sein. Die von Staats wegen erhobene Daten dürfen nicht an die Privatwirtschaft weitergegeben werden. Wir hatten vor kurzem mal ein Gesetz, das den Meldeämtern erlaubt hat, Daten, die von Bürgern zwangsweise erhoben werden, an die Privatwirtschaft weiterzugeben, ohne dass die Bürger da widersprechen hätten können, solange es sich um Aktualisierungen handelt, was im Grunde immer der Fall sein kann. Der Datenschutz erstreckt sich auch bei der Piratenpartei auch auf das Kommunikationsgeheimnis. Momentan haben wir ein Briefgeheimnis, das heißt, wenn ich einen Brief verschicke,
dürfen staatliche Behörden den nicht einfach aufmachen und lesen. Wenn ich eine E-Mail verschicke, kann es durchaus passieren. Wir haben momentan eine groteske Situation. Wenn ich eine E-Mail verschicke per Internet, dann darf sie gelesen werden. Wenn ich eine E-Mail ausdrucke und per Post verschicke, darf sie nicht gelesen werden. Das passt blöderweise zu den Internetausdruckern, die wir gerade in der Regierung haben. Ich kann auch natürlich andere Daten verschicken. Ich kann surfen und mich auf diversen Webseiten bewegen. Das alles hatten wir bei der anstandslosen oder Vorratsdatenspeicherung. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht gekippt, glücklicherweise, denn dadurch wäre jeder Bürger erstmal verdächtig. Was er tut, wo er das tut und mit wem er spricht, wäre damit nachvollziehbar und überwachbar, und das darf nicht sein. Der Kontrollwahn, den wir haben, der bedroht stärker die Gesellschaft als Terrorismus. Es entsteht ein Klima der Angst, es entsteht ein Klima des Misstrauens und fordert Vorurteile. Wenn jeder flächendeckend überwacht wird, dann ist jeder erstmal verdächtig. Nun komme ich zur informationellen Selbstbestimmung. Jeder hat das Recht, auch zu wissen, was mit seinen Daten passiert. Und wenn die Behörden keine Auskünfte erteilen, wenn die Privatwirtschaft keine Auskünfte erteilt, dann ist es nicht möglich, dem zu widersprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Arthur. Bleibt bitte hier, es werden jetzt Fragen gestellt. Die erste Frage, bitte nach vorne. Ja, wer auch immer. Ich empfange hier Fragesteller und Stellerinnen. Nur wenn kein anderer ist. Kannst du noch mal kurz den Sinn des im Datenschutzgesetz zu verankernden Datenbriefes erläutern? Den Sinn. Wir wollen die Datenschutzbehörden stärken und die Durchsetzbarkeit des Datenschutzes durch die Datenschutzbehörden. Und jeder Bürger sollte das Recht haben, auch zu erfahren, was mit seinen Daten passiert. Und zwar nicht nur, wenn er davon erfährt, dass seine Daten missbraucht wurden oder für irgendwelche Zwecke verwendet wurden, von denen er gar nichts weiß. Oft landen Daten, die von Firma A erhoben wurden, dann bei Firma X und hinterher als Werbebrief im Briefkasten. Und wir wollen, dass jede Firma oder jedes Unternehmen zum Beispiel von sich aus den Bürger darüber informiert, was für Daten über ihn gespeichert werden, sodass er widersprechen kann, sodass er genau weiß, was das Unternehmen an Daten besitzt. Und wenn er damit einverstanden ist, ist es okay. Wenn er damit nicht einverstanden ist, kann er das ändern. Danke. Dann bitte die zweite Frage nach vorn. Frage 2. Wer kommt? Nee, das ist jetzt blöd. Was machen wir? Dann gibt es halt nur eine Frage. Gut. Gibt es denn vielleicht eine Frage aus dem Stream? Ich hörte kurz. Ja, dann kommt. Aha, Datenschutz, Stichwort Transparenz. Wie definierst du persönlich Transparenz? Ich persönlich definiere Transparenz vor allem im politischen Zusammenhang, wenn jemand öffentlich gewählt wird in ein Amt oder ein Mandat, dann muss er den Wähler auch zeigen, was er tut und wie er das tut. Ein Bundestagsabgeordneter muss veröffentlichen oder soll veröffentlichen, mit wem er sich trifft, um politische Themen zu besprechen, mit welchen Verbänden, welchen Lobbyisten, wer auf seine Entscheidung Einfluss nimmt. Wenn er irgendwie Urlaub hat und an die Nordsee fährt, meinetwegen, dann geht es dem Wähler im Grunde nichts an, ob er jetzt morgens Cornflakes isst oder einen Hamburger und abends dann vielleicht mit seiner Frau essen geht. Aber sobald es um politische Dinge geht, sobald es um die Dinge geht, wofür er gewählt wurde, da muss er transparent sein und alles veröffentlichen oder so viel es geht. Natürlich muss er dann die Rechte seiner Gesprächspartner oder die Persönlichkeitsrechte seines Gesprächspartners schützen. Da muss er aber allerdings abwägen und möglichst sich für die Transparenz entscheiden.
Ja, danke schön, Arthur. Ich bitte auf Platz 7 jetzt Maria Rosenau. Mary schiebt nach vorne. Du hast das Thema Transparenz des Staatwesens und kandidierst für Plätze ab Platz 3. Genau. Listenplätze. Ich starte dir den Timer. Jetzt. Danke. Hallo nochmal. Ich wollte auch nochmal sagen, schön, dass noch ein paar andere gekommen sind. Mein Thema heute ist Transparenz des Staatswesens, das hat Christiane schon angekündigt. Wir haben ja schon Teile davon gehört, von unter anderem Miriam und jetzt auch Arthur. Großes Stichwort hier ist mehr Demokratie wagen, das ist ja eine unserer tollen, schönen Aussagen und daran möchte ich gerne noch anschließen. Also Transparenz des Staatswesens heißt, dass wir den Staat mehr in die Pflicht nehmen als den Bürger. Wir haben vorhin schon gehört, der transparente Bürger ist nicht unbedingt das, was wir wollen, sondern wir wollen tatsächlich den transparenten Staat. Das heißt, der Staat ist unser Dienstleister. Wir wollen was von dem und wir wollen bitte schön immer wissen, wie Dinge passieren. Die Bürger sollen, Bürger und Bürgerinnen sollen in die Gestaltung und bei der Entscheidungsfindung des Staates mit einbezogen werden, und zwar möglichst weitgehend in vielen Prozessen eingebunden werden. Sie sind sozusagen als Kontrollorgan, als oberste Kontrollinstanz des Staates zu sehen. Das heißt, der Staat als Dienstleister heißt zum Beispiel, wir wollen möglichst breite Beteiligung der Bürger an, also wir wollen sehen, wenn Dinge passieren, wollen wir den Staat in Verantwortung nehmen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, ist nicht so schlimm. Wir wollen also die Arbeit, wir wollen Einblick in die Arbeit der Verwaltung haben und in die Arbeit der Politik. Das sind zwei verschiedene Dinge, die aber natürlich vernetzt sind. Ein kleiner Kreis von Nutznießern bedeutet, das haben wir ja jetzt zum Beispiel, Wissen, Macht, Machtstrukturen, die wir aufbrechen wollen. Das ist konkret zum Beispiel, dass jeder Bürger staatliche Ordnung und Einsichten in Aktenvorgänge hat. Das heißt, wir können Fragen stellen an den Staat, was gibt es über mich, das wurde ja auch schon teilweise angesprochen, aber eben auch, welche Politik wird wie gemacht. Wir wollen das Recht der Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der nationalen Sicherheit und Verhinderung von Straftaten natürlich nicht aufweichen. Das heißt aber trotzdem, dass wenn unsere Regierung Entscheidungsprozesse fasst, dass das möglichst transparent und nachvollziehbar geschieht. Auskunftsstellen sollen verpflichtet sein, zeitnah und mit einer klaren Kostenregelung Zugang zu Akteneinsichten zum Beispiel zu ermöglichen. Da komme ich dann als einen weiteren Stichpunkt, nämlich Open Access, das fordern wir. Das heißt, jeder Mensch, jeder Bürger, jede Bürgerin möchte bitte Einsicht gewahrt bekommen und das möglichst kostengünstig. Das heißt, wir haben zum Beispiel Open Data. Das heißt zum Beispiel, dass wir genau nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Wir fordern die Offenlegung von Verträgen in der Wirtschaft zum Beispiel und mehr Beteiligung an Projekten. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal so ein Stuttgart 21-Projekt starten, dann kann das gerne passieren, aber bitteschön unter Berücksichtigung des Willens des Bürgers und der Bürgerin. Ein anderes großes Thema ist zum Beispiel auch die Kennzeichnung von Polizisten und Polizistinnen, dass wir bei Einsätzen genau nachvollziehen können, sollten wir das müssen, wer war diese Person, was hat die gemacht. Jetzt habe ich noch eine Minute, jetzt kann ich dann noch weiterfragen. Das hat Arthur eben auch schon gesagt. Wir können das Ganze noch weiter ausbauen, Einflussnahme offenlegen. Wäre ein weiteres Ding, ein Lobbyregister anzusetzen. Lobbyisten sind ja nicht per se schlecht. Wir finden das eigentlich ganz gut. Wir möchten nur gerne wissen, wie das bei Gesetzesvorlagen eigentlich eine Rolle gespielt hat. Korruptionsbekämpfung wäre noch ein anderes Thema. Das heißt, wir möchten bitte, dass unsere Abgeordneten dazu dann auch an
dass wir ein Korruptionsregister besser und mit stärkerer Strafverfolgung etc. haben. Ja, Nebenkünfte offenlegen ist noch ein weiteres Stichwort. Ich halte jetzt einfach die Klappe. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Dann bitte ich, die erste Frage an Maria nach vorne zu kommen. Ja, komm, macht, ist doch wurscht. Du hattest von Offenlegung von Lobbyismus gesprochen. Was denkst du, könnte man tun, damit nicht komplexe Gesetzestexte von Lobbyisten statt von Regierungsbeamten geschrieben werden, statt von Referenten? Lobbyisten haben einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Gesetzestexte. Und was könnte man da tun, dass das etwas zurückgedrängt wird? Also ich muss noch mal sagen, vorgreifend, ich finde das echt nicht schlimm, wenn wir Lobbyisten haben, die Gesetzestexte mit beeinflussen, weil bestimmte Interessenvertreter, zum Beispiel, keine Ahnung, Gewerkschaften, haben einen unglaublich guten Einfluss auf Gesetzestexte. Mein Vorschlag wäre, dass man das in Passagen kenntlich macht. Das heißt, wenn wir im Plenum oder in den Ausschüssen das vorstellen, dass da eben vielleicht mit einer Farbkodierung oder mit einem Stichwort kommt von da und da, dass die Quellen einfach gezeichnet werden und dass das dann auch von den Bürgern jederzeit nachvollzogen werden kann. Das wäre ja auch mit Hilfe des Lobbyregisters sehr gut nachvollziehbar, weil man da auch nachgucken kann, wer für was lobbyiert und welche Person sich mit welchem Politiker oder mit welcher Politikerin getroffen hat, um Dinge auf den Weg zu bringen. Reicht das? Gut, die zweite Frage bitte, Konstanze. Ach, ich habe ein Ding vergessen, jetzt fällt es mir ein. Ja. Also nehmen wir vor, vorn haben wir ja fast alle Ausschüsse, die öffentlich tagen. Im Bundestag sind es ja fast alle nicht öffentlich. Wo siehst du die Möglichkeiten, dass wir da Öffentlichkeit schaffen? Wo siehst du aber auch die Gefahren, wenn wir wirklich jetzt die Ausschüsse, da gibt es ja spezielle Ausschüsse, Petitionsausschuss beispielsweise, wie können der eine gewisse Öffentlichkeit herstellen, aber welche könnten per se wirklich öffentlich sein, mit natürlich immer geringen Ausnahmen? Danke, weil das ist mir gerade genau so eingefallen, dass ich das total vergessen habe. Wir haben ja schon Streams etc. Wenn man sich auf der Webseite vom Bundestag die einzelnen Ausschüsse anguckt und sich informiert, wer da was macht, fällt auf, dass es eine unglaubliche Inkonsistenz und Inkonsequenz gibt. Das heißt, es ist zwar ein standardisierter Aufbau da, aber nicht jeder Ausschuss hat Bock, sich da Gedanken zu machen, wie man informiert und was es alles so gibt. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man dann also noch weitermachen kann, dass man einfach darauf aufpasst, also eine standardisierte Beschreibung macht. Und dann in Ausschüssen, ich bin ja eigentlich dafür, dass wir alles konsequent streamen. Dass das nicht geht, zum Beispiel wie von dir, dem angesprochenen Petitionsausschuss, heißt ja nicht, dass wir nicht eine Zusammenfassung geben. Alles, was also nicht Leib und Seele gefährdet und alles, was strafverfolgungsrelevant ist, wird natürlich ausgeblendet. Das haben wir ja jetzt auch schon in Dokumenten. Es gibt immer einen vertraulichen Teil oder kann einen vertraulichen Teil geben. Und meiner Meinung nach spricht nichts dafür, dass man zum Beispiel auch in sensiblen Ausschüssen tatsächlich eine unverfängliche Zusammenfassung gibt. Beantwortet es die Frage, mehr oder weniger? Okay. Ja, vielen Dank, Maria. Bitte. Auf Platz Nummer 8, jetzt bitte Michael Ickes. Du berichtest zum Thema Innen und Recht und du kandidierst für die Listenplätze 2 bis 9. Ich stelle dir den Timer ein und dann startest du bitte. Ja. Genau, danke schön. Also mein Thema ist, um genau zu sein, Innen- und Rechtspolitik, und davon stelle ich eben unser wahlprogrammliches Verständnis von politischer Transparenz und Antikorruption her. Und da kann ich mich ganz wunderbar anschließen an
was die Mary Schieb gesagt hat, beziehungsweise wo sie eben aufgehört hat. Denn unser Wahlprogramm zu politischer Transparenz und Antikorruption möchte eben als übergeordnetes Ziel hier die Einflussnahme auf politische Entscheidungen offenlegen. Das wird ganz konkret angegangen durch die Umsetzung eben der UN-Konvention gegen Korruption, die ja schon 2003 ratifiziert, unterschrieben worden ist, aber immer noch nicht ratifiziert worden ist vom Bundestag, weil eben hier verschiedene gesetzliche Maßnahmen noch fehlen, und darauf werden wir uns konzentrieren im Bundestag in der nächsten Wahlperiode, dass das möglich wird. Das bezieht sich jetzt eben zum einen auf Mandatspflichten, die gesetzlich geklärt werden müssen, hier eben eindeutige Aussagen zu treffen zur Höhe der Nebeneinkünfte von Abgeordneten, sowie eine klare Identifizierung möglicher Interessenskonflikte und Abhängigkeiten. Das wird durch eine Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags möglich werden. Und dann haben wir eben hier noch stehen, die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit der Bundestagsabgeordneten steht, also die Ausübung des Mandats soll eben dort stehen, nicht eben hier das Verweilen von vielen Politikern in ihren Funktionen als Aufsichts-, Verwaltungs- und in sonstigen Beiräten. Hier muss also der Abgeordnete in die Pflicht genommen werden, um seinen Aufgaben gerecht zu werden. Das weitergehende Klärung bedarf es bei der ungerechtfertigten Vorteilsnahme, also hier an den Nebentätigkeiten und Nebeneinkunftsregelungen müssen hier Veränderungen vorgenommen werden, um eben auch mit der UN-Konvention konform gehen zu gehen. Dementsprechend fordern wir eben hier eine Verschärfung der Transparenz- und Nebeneinkunftsregelungen. Des Weiteren, Karenzzeiten haben wir im Wahlprogramm, also Einführung von Karenzzeiten für Spitzenpolitiker, Spitzensportler sind sie auch. Das ist eben, wie gesagt, ebenso Teil der Nachbesserungen, die im Zuge der Ratifizierung von der UN-Konvention getätigt werden müssen. Hier soll sich die Anzeigepflicht eben von Nebentätigkeiten zwischen 1 und 3 Jahren es soll sich am Beamtenrechtsrahmengesetz orientieren. Vielleicht dazu, erinnert euch ja noch, was das für ein Skandal war, beziehungsweise gerade die Schröder-Regierung ist da ja auch, Schröder ist auf große Kritik gestoßen, als er sich eben nach seiner Zeit hier abfinden hat lassen sollen. Also nochmal kurz zusammengefasst, das große Ziel ist, die Einflussnahme auf politische Entscheidungen eben offen zu legen, und unser Weg ist durch die Einrichtung eines Lobbyregisters, der Erweiterung und Verschärfung des Strafbestandes der Abgeordnetenbestechung sowie eine Nachbesserung bei den Transparenz- und Nebeneinkunftsregelungen. Dankeschön. Vielen Dank. Frage Nummer 1, bitte. Ja, mir ist egal, wer die Frage stellt, Hauptsache sie wird gestellt. Das macht doch nichts, komm einfach vor. Ja.
Okay, Michael, du hattest schon angesprochen, die Frage der Aufsichtsratposten, Politiker in Aufsichtsratposten. Könntest du noch mal eine Abwägung geben, ob es besser ist, die politische Funktion der Aufsichtsräte in staatlichen Unternehmen zu stärken über Politiker oder ob es besser wäre über fachlich fähige Verwaltungsbeamte? Ich denke, wenn es offen und klare Verbindungen gibt, beziehungsweise klare Statements, also über so ein Lobbyregister, wir brauchen das Fachwissen, natürlich wollen wir das Fachwissen haben in diesen Gremien. Wir wollen hier keine Versorgungsposten schaffen für Politiker, die eben hier keine Fachkenntnisse haben. Das ist ja gerade das Problem, eben, dass wir BER sehen, dass hier Politiker bzw. auch Unternehmer ohne Fachkenntnis mit unzureichenden Fachkenntnissen hier auf diese Position gesetzt worden sind, die dann letzten Endes einfach nicht die Kompetenz mitgebracht haben, die für die Aufgaben nötig war. Frage Nummer zwei. Danke. Ja, bitte, dann komm vor. Ich stelle jetzt einfach die anderen Fragen jetzt auch mal. Ja, ich mache so eine Connection-Frage zu euch beiden. Aber die Frage geht bitte an ihn. Ja, okay, alles klar. Ja, wir haben ja in Berlin eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten. Die leider nicht sehr konsequent umgesetzt wird. Wie möchtest du das in Zukunft gestalten, dass es halt einfach konsequenter umgesetzt wird? Naja, oftmals haben wir ja dieses Problem, dass wir über Dinge auf niedrigen Ebenen sprechen, die in die Kompetenz der höheren Ebene fallen im föderalen System. Jetzt haben wir ausgerechnet mal eine Frage, wo es genau andersrum ist, Polizeirecht hier Ländersache ist und hier auf Bundesebene erstmal hier an der Kennzeichnungspflicht das eben hier auf der Ebene eben nicht angegangen werden kann. Natürlich Bundespolizei, das Stichwort, gerade eben auf Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung. Könnte angegangen werden, habe ich aber jetzt tatsächlich keine konkrete Vorschlag, wie das zu bewerkstelligen ist, jetzt auf der parlamentarischen bzw. legislativen Ebene. Ich denke eben, dass weiterhin sehr viel mehr Öffentlichkeit geschaffen werden soll und eben auch die Mandatsträger ihre Medienwirksamkeit eben dafür einsetzen können und sollen, hier diese Themen, die uns wichtig sind, eben auch dementsprechend zu pushen. Ja, vielen Dank, Michael. Der neunte Vortrag ist von Frank Röder. Du berichtest zum Thema Wirtschaft,
und Finanzen, das ist unser Programmpunkt. Du kandidierst für die letzten Plätze 1 bis X. Ich würde dich bitten, aus der Erfahrung von eben, am günstigsten ist es von vornherein zu sprechen, weil es sonst nicht so deutlich ist. Ich stelle dir den Ja, Timer. Hallo. Zunächst begrüße ich auch die zahlreichen Mitmenschen an den Internet-Endgeräten und natürlich euch. Und mein Vergnügen besteht jetzt darin, die Wirtschaftspolitik der Piraten vorzustellen. Übrigens zu meiner Kandidatur oder zu meiner Bewerbung, ich würde je nach Wahlverfahren auch durchaus auf Platz 1 verzichten und im Übrigen für Tempelhof Schöneberg bin ich auch als Direktkandidat im Rennen. Ja gut, das Wirtschaftsprogramm der Piraten wurde maßgeblich auf dem letzten Bundesparteitag in Bochum abgestimmt. Das wurde modular gemacht, weil nicht alle Module die erforderliche Mehrheit erhalten haben. Letztendlich im groben Rahmen geht es aber darum, dass wir eben nicht mehr solche Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt als Kenngrößen primär berücksichtigen wollen, sondern die Lebensgewohnheiten der Menschen und die freie Entfaltung ist da wichtiger. Dazu sollte es natürlich auch in irgendeiner Form eine Art und Weise geben, wie man das vielleicht statistisch erfassen kann. Skandinavien macht sowas schon und da soll es angeblich die glücklichsten Menschen geben. Das heißt, die Wirtschafts-, die Finanz- und die Sozialordnung sollte sich eben an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht eben nach den rein monetären Vorgaben. Piraten haben als Grundwerte definiert, dass eine Wirtschaftspolitik freiheitlich sein soll. Das heißt, die individuelle Entfaltung des Menschen soll eben maximal hergestellt werden, wobei Freiheit und Verantwortung auch im Gesamtkontext zu sehen ist dabei. Wichtig ist auch noch, dass das Ganze gerecht sein soll. Gerecht heißt eben in der Form, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt für Wirtschaft und Gesellschaft, wo dann das Individuum sich eben entfalten kann, gerade auch in mittelständischen Betrieben oder Freiberufler. Ganz wichtig ist natürlich auch noch der Punkt der Nachhaltigkeit. Das heißt, Wirtschaft soll mit Ressourcen schonend umgehen und natürlich auch die Umwelt schonen. Und im Übrigen auch die Subventionspolitik sollte nach solchen Kriterien ausgewählt werden, dass eben nur Subventionen für nachhaltiges Wirtschaften gezahlt wird. Da sind wir dann auch schon direkt bei den Finanzsystemen, wobei wir gerade hier nicht allzu viele Module verabschiedet haben. Da ist also noch Nacharbeit nötig. Aber gerade was auch Spekulation mit Lebensmitteln anbelangt, ist es natürlich eine entscheidende Frage, dass da auch auf nachhaltige Produktion und Vertrieb geachtet wird. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, orientieren wir uns da an einem humanistischen Weltbild, was die Art und Weise des Wirtschaftens anbelangt, wobei eben, wie gesagt, Freiheit, Transparenz und gerechte Teilhabe hier die Grundparameter sind, die es gilt umzusetzen. Selbstverständlich als Internetpartei ist für uns auch gerade der Punkt Internet ein ganz wichtiger Punkt in der Wirtschaftspolitik. Das heißt, die Piraten sehen großes Potenzial, auch noch Wachstumspotenzial, wobei wir auch da darauf achten, dass das Internet natürlich frei sein muss, international und auch den Grundsätzen des Open Data gerecht wird. Wachstum ist allerdings nicht die Maxime, sondern wir haben, wie gesagt, ein Hauptinteresse darauf, dass es auch ökologisch kompatibel ist. Das heißt, Ökologie beinhaltet natürlich auch die Energieversorgung, die möglichst aus regenerativen Quellen erzeugt werden soll, wobei wir auch hier dezentrale Netze bevorzugen und auf keinen Fall Monopole weiterhin unterstützen wollen. Dann sind wir auch schon beim Verbraucherschutz. Das bezieht sich nicht nur auf Strom, natürlich auch auf sämtliche Waren und Dienstleistungen, die die Realwirtschaft erbringt. Das heißt, hier muss es möglich sein für den Endkonsumenten, dass er maximal aufgeklärt wird über Inhaltsstoffe, über Produktionsbedingungen. Und dazu sollen wir auch möglichst das Internet nutzen für diese neuen Möglichkeiten, eben nicht nur, um damit neue Produkte zu vermarkten. Der Arbeitsmarkt
ist natürlich genauso aufgebaut. Hier geht es darum, auch dem Menschen die freie Berufswahl maximal zu ermöglichen. Wichtig ist hier auch noch der Mindestlohn als Brückentechnologie zu erwähnen, wobei wir da diesen als Brücke zur eigentlichen Grundabsicherung, dem BGE, also dem bedingungslosen Grundeinkommen, sehen. Vielen Dank. Jetzt zu den Fragen. Hoppi hopp, frag nach vorne bitte. Ja, ein Teil des Wirtschaftsprogramms ist ja das Kapitel Arbeit auch. Kannst du ganz kurz erklären, warum wir Vollbeschäftigung als kein gutes Ziel sehen? Ja, da habe ich leider jetzt nicht allzu viel zu sagen können, weil die Zeit ein bisschen knapp war, aber die Vollbeschäftigung ist deswegen eben nicht anstrebenswert, weil wahrscheinlich zunehmend Maschinen irgendwelche Arbeit machen werden, die eben jetzt noch über den Niedriglohnsektor abgedeckt werden müssen. Und insofern ist ja unser Ansatz eigentlich auch gerade über dieses BGE, dass man seine Grundexistenz eben nicht durch Arbeit, die mehr oder weniger fremdbestimmt ist und die nur über Niedriglohne und ohne zusätzliche Transferleistungen zu leisten ist. Und das ist natürlich nur kompatibel, wenn wir von dieser Ideologie der Vollbeschäftigung abrücken. Ja, fertig. Frage 2. Die zweite Frage war... Ja, dann komm vor. Im Anschluss zu diesem gleichen Thema könntest du dir auch eine Verkürzung der Arbeitszeit der Lebensarbeitszeit vorstellen. Also durchaus. Da haben wir jetzt zwar keine explizite Position zu, aber es ergibt sich natürlich, wenn man das ableitet, dass jeder den Beruf ausüben möchte, den er will und natürlich auch in der Zeit und in der Kombination mit dem BGE ist es natürlich deine freie Entscheidung, inwieweit du dein Arbeitsleben gestalten willst und wie lange es vor allem zu gestalten ist. Klar, absolut kompatibel. Ja, vielen Dank, Frank. Der 10. Vortrag, die 10. Rede ist Bettina Günther und das ist das Thema Patentwesen aus unserem Programm. Du kandidierst für die Landesliste für Plätze 2+. Ich stelle dir den Timer, wie immer. Jetzt. Ja, hallo. Mein Thema ist das Patentwesen und zum Patentwesen gibt es einen relativ kurzen Abschnitt im Grundsatzprogramm, im Wahlprogramm bisher noch nichts. Worum geht es in diesem Punkt, Patentwesen? Wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, dann kommt einem sowas in den Sinn wie patentierte Medikamente sind in Deutschland 50% teurer als im Ausland oder sowas wie patentierte Medikamente werden in Schwellenländern überhaupt nicht ausgeliefert, sie sind einfach schlicht nicht verfügbar für bestimmte Leute. Dann der Patentkrieg zwischen Apple und Samsung ist eine der Sachen, die jetzt über die Medien gingen. Oder der Versuch, Gene von Pflanzen oder von Tieren sich patentieren zu lassen, was in Deutschland zum Glück mehr oder weniger zurückgewiesen worden ist, also solange das nicht schon genmanipuliert ist. Ja, ich denke, diese paar Sachen, die zeigen schon, wie absurd letztendlich das Patentwesen im Moment gerade ist, was für Blüten, Stilblüten das treibt. Und die Piratenpartei ist deswegen auch der Meinung, dass wir dringend eine Reformierung des Patentwesens brauchen. Dass in einer Zeit mit den heutigen Veränderungen von Kommunikation, von Globalisierung, es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist, dieses alte Patentwesen, was im Grunde aus dem Anfangsbereich der Industrialisierung stammt, in der Form aufrechtzuerhalten. Wir sind der Meinung, dass das Patentwesen im Moment eigentlich im Grunde von einem Innovationsanreiz zu einem Innovationshemmnis geworden ist. Und das möchten wir gerne aufheben. Das wird ganz besonders deutlich an Punkten, also bei der Genforschung, bei Biotechnologie und bei, also
bei einem unserer Lieblingsthemen, nämlich bei der Softwarepatenten. Und besonders absurd wird es dann, wenn zum Beispiel wirklich einfach Lebewesen oder Pflanzen, die in genau dieser Form in der Natur vorkommen, patentiert werden. Und absurd ist es auch, wenn es dann darum geht, Geschäftsideen zu patentieren. Also zum Beispiel bei diesem Patentkrieg zwischen Apple und Samsung ging es darum, ob eine runde Ecke letztendlich zu patentieren ist, beim iPhone, oder ob das geht oder eben nicht. Ne? Ja. Grundsätzlich steht die Piratenpartei dafür, dass Wissen und Forschung der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen. Das heißt, wir möchten möglichst viele Schranken aufheben, die im Moment verhindern, dass solche Dinge für alle Menschen in irgendeiner Form nutzbar sind. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass Forschung transparent gemacht werden soll. Dazu gehört die Zugänglichkeit von Sachen. Also dazu gehört zum Beispiel, dass Software auch als Open Source geliefert wird, dass man also einfach gucken kann, was passiert da, dass verschiedene Leute daran auch weiterarbeiten können. Und dem steht diese Form des Patentierten, also sozusagen des Juristischen, da darf keiner was dran machen, natürlich sehr stark entgegen. Und wir sehen das als eine Beschränkung, gegen die wir uns wehren oder gegen die wir gerne vorgehen möchten, vor allen Dingen, wenn es dann solche Banalitäten betrifft. Denn oft ist es so, das, was patentiert wird, das sind ja nicht immer wirklich, da steckt nicht immer Erfindungspotenzial hinter, wo dann jemand, wer weiß, wie Forschungsenergie hineingesetzt hat, sondern es sind ja wirklich oft gemeine Güter, wo irgendjemand als allererstes hingeht und das Patent darauf erhebt und sagt, ja, also noch niemand hat irgendwie gesagt, der Mais gehört mir, also sage ich jetzt mal, der Mais gehört mir, ich gehe zum entsprechenden Amt, lass mir meinen Stempel darauf geben und danach ist der Mais eben meiner. Also das ist letztendlich die Idee dahinter. Das heißt, hier werden Sachen ohne große Not privatisiert und das Schlimme für die Gesellschaft ist, sie werden auch privatisiert, ohne dass es irgendwie eine Gegenleistung für die Gesellschaft geben würde. Das ist also letztendlich, sagen wir mal, die Spitze des Eisberges. Die Pharmaindustrie wäre hier auch noch eine ganz schlimme Sache, aber gut, ich bin jetzt ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Gut, wichtig ist mir, die Piratenpartei möchte in die Diskussion kommen über eine Neuregelung. Es geht nicht darum, alles abzuschaffen, sondern es geht darum, einen Ausgleich zu schaffen in irgendeiner Form. Danke. Fragen. Frage 1 bitte. Ja, komm vor. Du hast dich gerade gegen Patentrechte auf Leben ausgesprochen, dem folge ich gerne. Wie sieht man das bei Bakterien, die vielleicht genverändert sind, weil Bakterien machen ja irre viel Stoffumsätze, sind ja für unser Leben ganz entscheidend. Die Frage ist ja beim Patentwesen nicht, ob man Genforschung überhaupt betreibt. Oder ob man jetzt diese Bakterien überhaupt entwickelt, das ist ja eine andere Frage. Also dazu haben wir auch eine Position. Aber warum soll das patentiert werden? Also dass es entwickelt werden soll für bestimmte Geschichten, macht ja durchaus Sinn, wenn es jetzt nicht biologische Kriegsführung ist oder ähnliches, Vergleichbares. Die Frage ist, wie soll man es finanzieren? Du bist jetzt wieder bei 4 Minuten. Ach so, okay. Ah ja, gut, okay, das hat mich jetzt irritiert. Also, entwickeln ja, aber in einer anderen Form finanzieren, das ist, denke ich, das Wichtige. Also bei Punkten, wo wir sagen, es ist notwendig, dazu zum Beispiel ein Medikament zu entwickeln, dann muss man sich andere Formen überlegen, wie das finanziert werden soll. Das wäre eine der Geschichten. Also es gab zum Beispiel im Liquid Feedback schon mal eine der Ideen, also das ist dieser Health Implant Fonds, wo überlegt wird, also wenn jemand zu einem bestimmten Problem etwas entwickelt, dann kriegt er letztendlich einen Preis dafür. Und dann bekommt er ein Geld ausgezahlt. Also dann braucht man nicht ein Patent dafür. Und dann wäre es aber auch offen, wenn es denn dann entwickelt ist. Das ist die Idee.
Ja. Ja, dann die zweite Frage. Ja, hopp hier. Entschuldigung. Okay. Das Patent ist ja dafür gedacht, die Investitionen in die Forschung zu schützen. Und die Frage ist, muss man alle Patente an dieser Stelle gleich sehen oder wo würdest du die Grenze ziehen? Ist die 120. Feuchtigkeitscreme genauso schützenswert wie ein lebenswichtiges Medikament zum Beispiel? Also ich denke, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, man kann unterscheiden zwischen den Inhalten, also dazwischen, wie wichtig ist was. Also möchten wir, dass das der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, weil die Feuchtigkeitscreme ist ja vielleicht relativ irrelevant, wenn jemand die für sich haben will, ja Gott, gibt ja noch andere. Wenn das jetzt ein Malaria-Medikament ist, ist es was anderes. Die andere Frage ist, wie viel Aufwand wird reingesteckt? Also wie viel Innovationskraft, wie viele Leute müssen daran arbeiten und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, wo, also dieser Punkt ist in unserem Grundsatzprogramm noch nicht so weit ausformuliert und ich denke, man muss da in die Diskussion treten mit den entsprechenden Leuten, die in den Bereichen arbeiten. Also da müssen dann die Entwickler dran sitzen, da muss natürlich jemand sitzen, der quasi den Anspruch der Gesellschaft vertritt, wie auch immer, dass das wieder zurückgeführt wird. Und da muss man es so ähnlich machen, wie es jetzt beim Urheberrecht ist, nicht? Wo dann also die Kunstschaffenden sagen dies und die anderen sagen das. Und dann muss man schauen, wie man da eine Lösung findet, die sozusagen für alle in einer gewissen Form verträglich ist, aber nicht eben nur die Industriemeinung oder die Verwertungskriterien letztendlich in den Vordergrund stellt. Weil das sieht man ja bei der Pharmaindustrie, wenn man nur danach guckt, gibt es eben kein Malaria-Medikament, sondern nur Diäten oder nur ein AIDS-Medikament für die Industrieländer. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich der sinnvollere Weg. Dankeschön, Bettina. Als Elftes haben wir jetzt Robert Ulmer zum Thema Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Du kandidierst auf Listenplatz 1 bis X. Ja, auch gern 2 bis X. Also das, 2 bis das X. Das ist jetzt nicht. Okay, ich stelle dir den Timer und Start. Okay, stehen bleiben. Wir Piraten haben seit unserem Parteitag in Chemnitz 2010 fordern wir das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, also materielle Grundrechte, wie sie in der Form und der Klarheit keine andere Partei fordert und wie es auch eigentlich in keinem Land auf der Welt bisher verwirklicht ist. Was ist der Hintergrund dabei? Der Hintergrund ist ein eigentümliches Miteinander von Reichtum auf der einen Seite und Angst und Druck auf der anderen Seite. Also es wird immer mehr Reichtum hergestellt, Die Produktion wird immer mehr angeworfen, die Arbeitskraft, die eingesetzt wird, wird immer produktiver und gleichzeitig ist am unteren Rand der Gesellschaft immer mehr Angst, denn die Menschen fliegen raus, sie werden nicht mehr gebraucht, sie werden überflüssig und es spricht sich herum, es reicht nicht mehr für alle. Es spricht sich auch herum, rette sich, wer kann. Also die Leute konkurrieren immer mehr. Und zwar jetzt nicht eine olympische Konkurrenz, ein olympischer Wettbewerb, wo es darum geht, hier wirklich was Dolles abzuliefern, sondern es ist eine Konkurrenz nach unten. Die Wissenschaft spricht hier von der Unterbietungskonkurrenz. Das betrifft jetzt nicht alle. Es werden viele Arbeitskräfte auch gebraucht. Also gerade in Süddeutschland sind die Arbeitsmärkte bei den Ingenieuren und so wie leergefegt. Aber bei den relativ leicht ersetzbaren Leuten, da spricht sich rum, wir müssen immer billiger werden, wir müssen immer williger werden, immer längere Arbeitszeiten. Und das ist letztlich ist das eine Abwärtsspirale, die ohne Boden, also die wirklich ins Bodenlose geht. Da hilft auch übrigens die Förderung der Jobcenter nicht, die, was ist das schon, da wird man dann herbeizitiert ins Amt und muss ich da eine Maßnahme aufnötigen lassen. Das ist genauso demütigend wie ein mieser Job, den man nicht haben will. Also das Jobcenter vervollständigt eigentlich diese Drohkulisse. Das ist ein
hochgradig autoritärer Zustand, der die Leute einschüchtert, der den Leuten Angst macht und der im Übrigen vor allem auch den Beschäftigten schadet. Die Beschäftigten, nicht nur den Arbeitslosen, vor allem auch den Beschäftigten, die sich immer mehr gefallen lassen müssen, immer weniger Forderungen stellen. Das wollen wir nicht und deswegen soll der Staat Einkommen direkt garantieren, also die konkrete Umsetzung dieses Rechts auf sichere Existenz ist und gesellschaftliche Teilhabe ist bedingungslose Grundeinkommen, ist die konkrete Umsetzung. Das Grundeinkommen muss existenzsicher in der Höhe sein. Es muss ein individuelles Anrecht sein für jede Person, nicht wie bei Hartz IV für die Familienbedarfsgemeinschaften. Keine Bedürftigkeitsprüfung, es wird nicht diskriminiert zwischen den Bedürftigen und den Nichtbedürftigen und kein Zwang zu irgendeiner Gegenleistung. Also dieses Grundeinkommen, das es dann irgendwann geben wird, ist kein Lohn für eine erbrachte Gegenleistung, sondern Ermöglichung von unter anderem auch kürzeren Arbeitszeiten war vorhin gerade die Rede davon, die sich heute gerade die Leute, die gern weniger arbeiten würden, können sich ja kürzere Arbeitszeiten nicht leisten. Ich war gerade in Saarbrücken, war ein interessanter Kongress über André Gortz, der seit Jahrzehnten, lebt leider nicht mehr, seit Jahrzehnten mehr Autonomie für die Leute fordert, mehr Zeit, Souveränität, mehr Möglichkeit zu einem multiaktiven Leben, also wo man nicht in einem Job eingeklemmt ist, sondern sich ganz tief auf unterschiedlichen Feldern entwickeln kann. Der Weg zu einem Grundeinkommen in so einer Reihenform ist ein weiter Weg. Also nicht nur, weil es komplex ist, die sozialstaatlichen Regelungen umzustellen, sondern auch, weil die Gegnerschaft wirklich immens ist. Also keine andere Partei fordert es bisher. Es gibt da wirklich eine massive Gegnerschaft und die autoritäre Stimmung, also wir müssen die Leute doch mehr drücken, mehr drängen, die ist wirklich sehr weit verbreitet. Also da haben wir ein dickes Brett zu bohren. Aber wir brauchen auch nicht gleich das Grundeinkommen in Reihenform einführen. Es gibt Schritte, also es gibt Übergangsschritte, die gesetzgebungstechnisch völlig simpel sind. Man muss einfach bei Hartz IV, also beim Sozialgesetzbuch II, den Paragraphen abschaffen, wo die Sanktionen geregelt werden. Es wird nicht mehr sanktioniert. Das Existenzminimum würde dann nicht mehr gekürzt werden. Also das, genau, ich sehe, halbe Minute. Es ist absolut unverhältnismäßig, Leuten das Existenzminimum zu kürzen. Und mit diesem Schritt könnten wir einsteigen und damit mehr Freiheit für alle schaffen. Also wir meinen es ernst mit der individuellen Freiheit für alle. Wir sind die libertäre Partei. Und deshalb fordern wir das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Danke. Bleibt hier. Für Fragen, bleibt bitte hier. Und ich bitte Fragesteller und Fragestellerinnen nach vorne. Ja? Harry? Sehr schön. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Ja, etwas, was ich zum Grundeinkommen schon immer mal fragen wollte. Gut, die Kritik, die Leute gehen dann nicht mehr arbeiten und so, die ist altbekannt und leicht widerlegbar. Ich versuche jetzt mal aus marxistischer Perspektive. Was glaubst du, sind die Risiken, dass nach Einführung eines Grundeinkommens, ob es jetzt in irgendeine Kompromissvariante oder abgestuft oder wie auch immer wir da in der Lage sein werden, das einzuführen, wie glaubst du, wird die Unternehmer, Unternehmerinnenseite darauf reagieren, dass ihnen da ihre Reservearmee an Arbeitslosen genommen werden soll? Ja. Danke. Naja, sowohl als auch. Es gibt Unternehmer, die wollen leicht verfügbare Arbeitskräfte, die sozusagen devot um Arbeit betteln und sich rumkommandieren lassen. Das wird dann nicht mehr so leicht möglich sein. Also diese Unternehmer werden natürlich aufkreischen und sagen, hier, die Arbeitsbereitschaft geht verloren. Andere Unternehmer, aber ich sage, auf diese Unternehmer würde ich nicht so viel Rücksicht nehmen. Denn die Arbeiten, die relativ unangenehm zu tun sind, wo sich keiner drum drängelt, wäre die Funktionsweise des Grundeinkommens, die müssten dann ganz marktmäßig besser bezahlt werden. Denn der Beschäftigte und der Unternehmer begegnen sich dann auf Augenhöhe, was sie heute nicht tun. Heute ist es eine Machtdifferenz, die dann nicht mehr wäre. Insofern hätten wir freie Kooperation im Sinne von Marx, etwas mehr das Reich der Freiheit. Es gibt aber viele Unternehmer, die wollen freie Mitarbeiter, also freie Mitarbeiter im libertären Sinn. Die wollen Mitarbeiter, die kreativ sind, die gern kommen, mit denen man gerne zusammenarbeitet und die dann auch auf diese Weise übrigens produktiver sind. Und die werden natürlich für ein Grundeinkommen sein. Dann bitte ich die zweite Frage.
Na komm, Laura. Vorsicht. Andreas wollte die gleiche Frage. Wir können auch versuchen, ob wir sie synchron sprechen können. unser Grundsatzprogramm zu dem Thema ändert er mit einer sehr catchy Formulierung. Ich würde Sie gerne als Frage umwandeln. Wie können wir Armut verhindern, wenn wir Reichtum nicht verhindern wollen? Okay. Diesen Satz finde ich übrigens relativ riskant, den wir da im Grundsatzprogramm haben, dass wir Armut abschaffen, aber Reichtum nicht. Es muss natürlich, um ein Grundeinkommen einzuführen in der Höhe, in der ich es will und in der wir es auch im Wahlprogramm festgelegt haben, nämlich existenzsichernd und teilhabend ermöglichende Höhe, da müssen Steuern eingenommen werden. Und diese Steuern müssen natürlich irgendwie von oben kommen. Deshalb werden wir die Reicheren und die ganz Reichen erst recht stärker besteuern als bisher. Also es wird da, also zumindest wäre das mein Ansatz, ich weiß nicht, ob der innerhalb der Piraten schon konform ist, der ist relativ ähnlich wie bei der BRG, bei der Arbeitsgruppe der Linksgemeinde, oh, jetzt verzettel ich mich, der ist jedenfalls ein politisch linker Ansatz, also durchaus Umverteilung von oben nach unten, die Differenzen zwischen den Ärmeren und den Reicheren bleiben trotzdem irgendwie erhalten, also es gibt weiterhin Unterschiede, ist keine Gleichmacherei, es gibt auch insofern keine Abschaffung des Reichtums. Und es gibt eine Schaffung viel neuen Reichtums, nämlich des Zeitreichtums, der Leute, die nicht mehr so doll unter Druck stehen, nicht mehr von einem Projekt zum nächsten sich Angst haben müssen, wie kriege ich das bewilligt und finanziert und was nicht alles, sondern die zwischen zwei Projekten einfach auch mal durchatmen können. Danke, Robert. So, unser letzter Vortrag für heute ist die Mechthild Bock. Du sprichst zu mehr Demokratiewagen und kandidierst oder bewirbst dich für die Kandidaturen Listenplatz 1 bis X. Ja. Auch ich stelle dir jetzt den Timer wieder. Jetzt beginnt deine Zeit. Ah ja, okay. Ja, also ist es mit der Lautstärke okay? Ja, ich werde den Programmteil Mehr Demokratie wagen aus unserem Grundsatzprogramm vorstellen und ich werde das so machen, dass ich zuerst tatsächlich den Text vorstelle, also was steht da genau drin. Dann würde ich gerne einige Beispiele aus der Praxis nennen, um das ein bisschen deutlicher zu machen und wenn ich dann Zeit habe zum Schluss, möchte ich ganz gern auch noch die Verbindung zu anderen Kernthemen der Piraten herstellen, weil ich finde, daran wird sehr schön deutlich, dass unser Programm als Ganzes betrachtet erst richtig viel Sinn macht. Ja, also mehr Demokratiewagen, wie gesagt, im Grundsatzprogramm an erster Stelle. Und wir bezeichnen darin die Demokratie als bestmögliche Herrschaftsform, weil wir davon ausgehen, dass nur in einer Demokratie der Ausgleich unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Einzelinteressen am besten für alle funktionieren kann. Das heißt aber nicht, dass die Demokratie nicht noch verbessert werden kann. Und das sind die Punkte, die im Wesentlichen im Programm genannt werden. Also wir setzen uns ein für Verbesserung und zwar auf vier Ebenen. Die erste Ebene heißt mehr Teilhabe. Das bedeutet, wir wollen die Mitbestimmungsmöglichkeiten aller Bürger und Bürgerinnen steigern. Das Ziel wäre dann, mehr Menschen bringen sich ein in den demokratischen Prozess und nicht so wie heute, in denen überwiegend Berufspolitiker und Berufspolitikerinnen Politik machen und gestalten. Der zweite Punkt wäre oder heißt neue Wege erkennen. Neu heißt in dem Zusammenhang, dass durch das Internet große Mengen an Informationen allen zugänglich geworden sind und durch diese Situation auch neue Ansätze für die Verteilung von Aufgaben und für Verwaltung entstanden sind und die wir im Programm sprechen uns dafür aus, überwiegend dezentrale Lösungen in den Bereichen zu entwickeln. Der dritte Punkt heißt Gewaltenteilung stärken. Darin setzen wir uns ein, vor allem das Bundesverfassungsgericht zu stärken, das die Grundrechte des Einzelnen schützt. Und ja, die Forderung ist eben, dass keine Bevormundung Einzelner durch die Gemeinschaft entstehen soll.
Wichtig in dem Zusammenhang ist noch für die Entscheidungsfindung, dass wir eine kritische Publikative ermöglichen wollen. Das heißt, Presse, Blogs und so weiter sollen vor Einschränkungen geschützt werden. Der vierte Punkt heißt mehr Demokratie beim Wählen. Da sprechen wir uns ganz explizit dafür aus, die Unabhängigkeit der einzelnen Abgeordneten zu stärken. Das heißt, wir wollen weg von Fraktionsdisziplin und Parteiendruck, wie das bei anderen Parteien praktiziert wird. Okay, dann komme ich jetzt zu den Beispielen aus der Praxis. Also wir bei uns in der Partei, wir setzen einiges davon ja schon um. Also was mich sehr stark beeindruckt hat, ist zum Beispiel, dass wir diese Protokolle für die PETs so gestalten, dass jeder und jede vor einer Arbeitsgruppensitzung da was reinschreiben kann und die Tagesordnung mitgestalten kann. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja? Also es ist häufig in anderen politischen Kreisen so, da kriegt man dann halt eine Tagesordnung hingesetzt und weiß gar nicht, wie die überhaupt zustande gekommen ist. Der zweite Punkt, den ich also besonders, der mich am allermeisten beeindruckt hat, ist, dass auf die Bundesparteitage alle Mitglieder fahren können und auch alle stimmberechtigt sind. Also das heißt, dieses ganze Delegiertensystem einfach mal komplett aufheben. Das finde ich super und ich hoffe, das bleibt auch so. Der vierte Punkt, der mir eingefallen ist, sind sozusagen an den Wahlverfahren auch was zu machen. Ich bin da jetzt keine Expertin, aber das Schulze-Verfahren ist wohl so konzipiert, dass es taktische Wahlentscheidungen ausschließt und Menschen tatsächlich für ihre Interessen wählen und nicht unter anderen Gesichtspunkten ihre Stimme abgeben. Ja, und dann finde ich auch noch ganz wichtig, wenn man über Demokratie und Bürgerbeteiligung spricht, diesen Spirit, der da auch dahinter stehen muss, also nicht warten, bis einem jemand was aufträgt, sondern die piratische Idee, wenn man eine gute Idee hat, einfach selber machen und nicht erst warten und andere fragen. Oder schon auch andere fragen, aber trotzdem selber machen. So, dann komme ich jetzt zum Schluss noch auf die Voraussetzungen dafür, dass Demokratie gestärkt und Bürgerbeteiligung deutlicher wird, und das ist Zeit. Jetzt muss ich es kurz machen, denn ich habe keine Zeit mehr. Demokratie braucht aber Zeit und Demokratie, bei denen viele mitmachen sollen, braucht noch mehr Zeit, und deswegen brauchen wir auch das BGE, weil das BGE genau diese Zeit den Menschen gibt, damit sie sich am politischen Prozess beteiligen können. Dankeschön. Dankeschön. Bleibt gleich hier. Also, Fragen? Kommt her, zahlreich. Erst einer, zwei. 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 Ja, es ist mehr als eins. Also mich treibt ein Gedanke sehr um, und zwar, okay. Ja. Und zwar so eine Art Liquid Feedback für den Bundestagskandidaten der Piraten. Das heißt, der Bürgerwille wird in den Landtag reingetragen, wenn bei erfolgreichen Anträgen haben die Piraten dann Möglichkeit, eben einen Antrag selbst formulieren, dass der behandelt wird im Bundestag. Und die Bürger würden mitkriegen, was mit ihren Anträgen im Bundestag passiert. Das hätte auch den Vorteil, dass der Antrag stark gemacht wird und die Bürger würden stark gemacht. Und mich würde mal interessieren, was du davon hältst. Also was war jetzt genau dein Vorschlag, Liquid Feedback für den Bundestag, oder? Für jedermann, ja. Für die Bürger, dass die quasi darüber mitbestimmen können. Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass das Konsens ist innerhalb der Piratenpartei. Also dass wir das wollen, und ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir natürlich, dass auch die Bundestagsabgeordneten ein Liquid Feedback benutzen. Wenn das deine Frage beantwortet, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, nein, die Bürger stellen die Anträge als Feedback-Antrag. Das wird dann irgendwann mal zerschossen. Die Bürger stellen die Anträge, der Antrag wird mal irgendwann fertig sein, und dann machen die Piraten aus dem Bürgerantrag einen Antrag für den Bundestag. Also welche Piraten machen aus dem Bürgerantrag den Antrag? Aha. Aber das ist doch genau die Idee von Liquid Feedback, also dass die Bürger und Bürgerinnen Anträge dort reinstellen können, die dann abgestimmt werden und die dann die Abgeordneten in ihre parlamentarische Arbeit einbringen. Das ist doch genau die Idee. Also so verstehe ich das System. Ja, also natürlich, also das ist ja genau der Punkt, dass die Basis an den Anträgen mitarbeiten kann, die dann letztlich ins Parlament eingespeist werden. Ach, du meinst jetzt die nicht in der Partei sind? Ach so, okay. Habe ich jetzt noch Zeit oder machen wir? Ja, du hast.
Da müsste ich länger drüber nachdenken. Also ich meine, es ist ja jetzt keine sehr große Hürde, sage ich mal, in die Piratenpartei einzutreten. Deswegen sehe ich jetzt erstmal nicht, warum. Also wer jetzt unbedingt am Feedback-System teilnehmen möchte, kann das doch tun. Also kann noch eintreten, Mitglied werden und mitmachen. Also ich müsste jetzt nochmal drüber nachdenken, warum das auch für diejenigen, die nicht in die Partei eintreten wollen, also ob das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht sagen. Wie ich dazu stehe. Ja, dann bitte die zweite Frage. Du kommst. Könntest du dir vorstellen, im Bundestag den kleine Anfragen-Proxy zu spielen? Also würdest du die Zeit und der Aufwand, der dazu ist, wärst du da bereit, das zu machen? Also du hast die Frage ja schon mal gestellt an einem Abend auf einer Vorstellungsrunde im Kinski und ich muss ehrlich sagen, oder vielleicht war es auch jemand anderes und der hat eine ähnliche Frage gestellt und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Frage nicht verstanden. Also ich habe tatsächlich die Frage nicht verstanden. Was ist genau damit gemeint? Dann komm nochmal vor. Und kannst du bitte auch den Bezug zum Programmteil Mehr Demokratie wagen? Kannst genau. du den herstellen, dass es deutlicher wird? Also Bürger XY schreibt dir eine Mail, ich brauche mal die Info für irgendeine Haushaltsposition. Könntest du mir die Frage genau stellen im Bundestag? Bei kleinen Anfragen kannst du so viele stellen, wie du möchtest, müsste man halt nur begründen. So. Also könntest du dir das vorstellen? Würdest du sagen, ich mache rein den Proxy? Also wie, dass ich die Frage, also tatsächlich, da kommt jetzt eine Mail im Büro an mit Frage XY und ich kann die dann, oder deine Frage ist, ob ich das jetzt übernehmen würde, wenn ich eine kleine Anfrage formuliere. Genau. Ja klar, wieso nicht? Also was spricht dagegen? Also ich würde das natürlich nochmal prüfen, wenn es jetzt eine völlig absurde Frage ist, dann würde ich das vielleicht nochmal rückkoppeln und also den Bürger oder die Bürgerin darauf ansprechen und ein bisschen also Hintergrundmaterial abfragen sozusagen, wenn das jetzt nicht in mein Kern- oder Spezialgebiet fällt. Ja, aber ich denke, in den Gebieten, in denen ich mich auskenne, da kann ich auch relativ schnell einschätzen, ist es jetzt eine Frage, die tatsächlich Informationsgewinn bringen würde oder ist die, manche Fragen, die von Menschen eingebracht werden, die sind ja auch nicht unbedingt immer auf dem aktuellen Stand, sage ich jetzt mal. Ja, das muss man natürlich abklären, dass man da jetzt nicht jede x-beliebige Frage übernimmt, aber es muss so, das meine ich jetzt. Oder sorry. Also, vielen Dank, Mechthild. Vielleicht. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Ich möchte mich hier erstmal nochmal herzlich bedanken bei allen Teilnehmenden und bei Michael Ebner für die Organisation und die Technik. Bei Anne Helm für die Vorbereitung. Sie konnte heute nicht kommen, weil sie Aufstellungsversammlung hatte und Direktkandidatin für Neukölln geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Also sie ist jetzt da, aber sie konnte halt so nicht teilnehmen, wie wir dachten. Dann übernehme ich jetzt wenigstens noch zum Schluss den Job, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, wie souverän du das hier gemacht hast und auch spontan es alleine sehr gut hinbekommen hast. Ja, und ich möchte... Kriege ich noch Ton? Nein? Hallo? Ja, jetzt wieder. Ich möchte mich noch bedanken bei unseren beiden Kameramännern, Georg Jänicke und Mirko Brahmann ist schon gegangen. Woo, oder was? Also Mirko Brahmann hat auch Kamera gemacht, der ist aber jetzt gerade schon los. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr interessant, sehr kurzweilig, ganz toll und freue mich über die Sendung heute und schönen Abend noch. Tschüss. Ja, genau. Wer jetzt noch da ist, wir haben ganz viel runterzutragen. Der Michael hat vorhin fast alles alleine hochgetragen. Es wäre schön, wenn wir das nicht wieder alleine runtertragen müssten.